Moin, moin und herzlich willkommen zu Real Solar System. Hallo, ich hoffe, ihr hattet soweit erstmal einen schönen Tag und ich habe gedacht, ich mache heute mal ein bisschen mit Real Solar System weiter, nachdem ich mich ein bisschen mit den Problemen, die ich so hatte, beschäftigt habe, damit ich das mal verstehe mit dem ganzen Testflight. Und nachdem ich da ein bisschen Zeit mal drauf getan habe, habe ich gedacht, heute machen wir mal weiter. So knappe 3 Stunden angesetzt. Ich denke mal, 18 bis 21 Uhr ist zeitlich ganz angenehm unter der Woche für alle von euch, die nicht das große Glück haben, frei zu haben. Und ich sage jetzt erstmal Hallo an den Cookie, den Leminox, den Sakemi, den Kalime, den Neo, den Prius, den Ernie, den Mipt, den Silverim, den Saruman und den Proxy und an alle von euch, die sonst auch schon da sind. Wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Ich glaube, wir hatten gerade so die Early Orbital Rocketry durch. Ach nee, wir haben sogar schon die Basic Orbital Rocketry durch. Also ein bisschen fortschrittlicher. Und ja, sind glaube ich gerade an den Early Constructions dran. Ich bin mir nicht ganz sicher. Lasst uns mal nachgucken. So, Tech. Basic Constructions sind wir dran. Okay, an den Basic Constructions, die Early haben wir sogar auch schon fertig. Okay, das heißt, wir haben jetzt eigentlich keine Ausrede mehr, dass wir es nicht in den Orbit schaffen können mit einem Satelliten. Das heißt, es wird Zeit, das zu machen. Und genau, ja, ich habe mal probiert, so ein bisschen die Kamera irgendwie, also A, ein bisschen nachzujustieren, damit diese lustigen, meine Augen werden durchsichtig Effekte aufhören. Und hatte von jemandem von euch, vom Hawkeye, mal so eine Hintergrundgrafik bekommen. Die habe ich jetzt nochmal ein bisschen umgepimpt auf Real Solar System tauglich, im Sinne von Houston Command Center da hinten. Ja, hier ist sogar, wartet mal, da drüben, Booster. Wartet, wo ist ein Booster? Da ist Booster. Jawohl. Ist alles geboten. Schauen wir mal, wie das sich so ins Bild einfügt, ob ich es irgendwie dann noch größer oder kleiner oder irgendwas machen muss. Müssen wir mal sehen. Auf jeden Fall ist es jetzt erstmal da und ich hoffe, es fügt sich ganz stimmig ins Gesamtbild ein und stört nicht und erhöht eher so ein bisschen die NASA-Atmosphäre noch. Ja, und zum Thema NASA-Atmosphäre, ich würde sagen, wir setzen uns jetzt mal an den Zeichentisch und versuchen mal, so einen verdammten Satelliten zu bauen. Ich habe auch noch mal ein bisschen an dem Mod-Set rumgespielt, um ein paar mehr Teile reinzubekommen, weil ich hatte mir das Real Solar System Setup dann noch mal im Sandbox-Modus angeguckt und das ist relativ dünn, was da an Teilen kommt. Ich habe jetzt noch Faser und solche Sachen dazu genommen. Müssen wir mal schauen, wie das funktioniert. Es sah jetzt erstmal ganz stabil aus. Ich hatte das gestern ein bisschen getestet. Gut, schauen wir mal. Ich glaube, wir fangen einfach mal von vorne an, weil die letzte Rakete war mittelprächtig. Und jetzt können wir mal gucken, was leichter ist. Wir könnten eine Explorer 1 Probe nehmen mit knapp 8,3 Kilo, wenn ich das richtig sehe. 110, ja, 8,3 Kilo. Oder einen Sputnik mit 83 Kilo. Ich glaube, die Antwort ist einfach, weil leicht ist gut. Wir nehmen uns mal hier für unseren ersten Orbit einen Explorer-Satelliten. Das ist auch stimmiger zur amerikanischen Raumfahrt hin, weil Explorer, die meine anderen RSS-Folgen gesehen haben, bevor es mir die Installation zerrissen hat, die kennen das ja, dass Explorer der erste Satellit der Amerikaner war, die es in den Orbit geschafft hat. Dieses wunderschöne kleine Stück Metall. Das hat auch so ein paar Experimente, ja, und so kleine Antennen und sowas mit drin. Also kann man ein bisschen was mitmachen. Ja, fehlt nur noch der NASA-Dresscode. Hallo, ich bin NASA-Ingenieur. Ich ziehe an, was ich möchte. Jetzt einen Helm trage ich nicht im 3-Stunden-Livestream. Ehrlich nicht. Bei aller Liebe und allem Realismus. Nö. So, dann wird das hier mal unsere Explorer 1 in der Hoffnung, dass wir es hinbekommen. Und Explorer 1, ich werde mich nicht komplett original dran halten. Das kennt ihr schon aus dem anderen RSS, diese Baby Sergeant Cluster. Ich werde ein bisschen drauf aufbauen, werde es aber wie gesagt nicht 1 zu 1 machen, weil mir das dann doch zu doof ist. Und es wäre einfach nur eine Wiederholung von dem, was wir schon gemacht haben. Aber in der obersten Stufe nehmen wir uns auf jeden Fall schon mal so einen Baby Sergeant noch mit, weil der uns dann nochmal so einen Schub von 2000 Delta V gibt, um das Ding endgültig in den Orbit zu zimmern. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob wir den Baby Sergeant Cluster noch mitnehmen und danach selber konzipieren.
Oder nicht? Wenn, dann bräuchte ich aber Baby Sergeant Decoupler. Ach nee, dann braucht man noch mal die Dreierrakete. Ja, das ist alles so. Wir machen das jetzt mal so. Das wird unsere grundsätzliche. Das schießen wir in den Orbit-Stufe. Das ist zumindest mal der Versuch. Und gebt mir gerne mal Feedback. Also, ihr hattet jetzt schon ein bisschen was geschrieben zum Hintergrundbild. Freut mich, dass es euch gefällt. Das hatte ich tatsächlich sage und schreibe 5 Minuten vor Beginn des Livestreams fertig. Ich und meine hochtalentierten GIMP-Künste. Gebt mir aber auch mal Feedback so zum Kamerabild. Es ist jetzt ein bisschen dunkler eingestellt, aber ich habe diese ganzen automatischen Regelungen mal aus der Kamera rausgenommen, die dazu geführt haben, dass die Farbe sich teilweise ändert und dass das immer komisch aussieht. Und das sah jetzt mit den Lichtverhältnissen, ich versuche mal ein bisschen meinen komischen Kopf zu bewegen, relativ stabil aus, dass das ein vernünftiges Bild ergibt, auch wenn es ein bisschen dunkler ist. Ich glaube, es passt zum Hintergrund auch ganz gut. Ist ja abgedunkelter Mission Control Room. Gebt mir da im Laufe des Streams gerne mal Feedback zu, gerade wenn ihr irgendwelche Probleme bemerkt und natürlich auch, wenn ihr Tipps habt, wie ich das noch besser machen kann. Dann immer raus damit. Ich bemühe mich, es stetig besser zu machen. Übrigens, Musik fällt heute aus. Ich hatte so Terror, das auf YouTube zum Laufen zu bekommen, dass die Folge 1 dann auch ging. Deshalb kam erst die Folge 2 und dann die Folge 1 auf YouTube raus. Machen wir nicht nochmal. Das mache ich nur noch für Sachen, die wirklich nur auf Twitch laufen. Da kann ich ein bisschen Hintergrundmusik laufen lassen. Zum Beispiel für den IVA, Stream können wir das machen, weil ich werde sicherlich keinen, weiß ich nicht, 20-Stunden-Stream oder 16 oder was es dann wird, auf YouTube rüberladen. Ich habe auch noch was anderes vor dieses Jahr. Da können wir dann Hintergrundmusik machen. Hier lasse ich es jetzt mal aus. Ich hoffe, das ist okay für euch. So, jetzt kommen wir mal zu dem Part. Also, wir haben hier die lustigen Baby Sergeants. So, 03er machen wir mal. Und unter den 03er, das war jetzt auch hoffentlich ein Decoupler, ja. Unter den 03er machen wir einen kleinen 03er Tank auch drunter, damit ich das Ding, bevor ich es im Orbit rauszimmere, ein bisschen spinnen kann, weil das wird relativ instabil werden sonst. So, gute Goldfolie. Zack. Und ich hoffe mal, dass uns da die kleinen Teile ausreichen. Zieh das mal hier rüber. Übrigens, wenn mir jemand erklären kann, wo meine Schieber hier hin sind, keine Ahnung, warum die verschwunden sind. Keine Ahnung. So, Upper Stage or Small, Very Small, Medium. Ich probiere es mal mit den Small-Dingern in der Hoffnung, dass die ausreichen. So. Also ich nehme einmal mit. Achso, wir müssen dann auch noch einen Core wahrscheinlich ranklemmen, kleinen. Ich vermute nämlich mal, dass der Explorer keine Kontrolle liefern wird. So. Was jetzt mache ich? Ich winkel die ganz leicht an, damit sie für die normale Kontrolle noch funktionieren, aber mir eben auch einen Spin geben können. Zumindest in eine Richtung. So. Ich hoffe, dass das in der Mitte halbwegs funktioniert. Ja, das habe ich gerade schon durchphilosophiert mit dem hat kein Aviation Control. Das wollte ich nämlich einmal noch nachgucken. Wir haben keine Gewichtsangabe. Das heißt, wir machen noch einen kleinen Kern mit drunter. Jetzt schaue ich mal. Wahrscheinlich wird das Able das kleinste sein, was wir kriegen können. 0,14 Tonnen ist natürlich schon ganz schön ordentlich. Ist aber nicht so wild. So. Gut. Das wird unsere Upper Stage, sage ich jetzt mal. Also das ist das, was wir nachher in den Orbit bringen und dann in Rotation versetzen. Habe mein Bier gar nicht vorgestellt. Also heute gibt es natürlich mal wieder ein leckeres Bier, nachdem es gestern, gestern, vorgestern. Gestern, vorgestern war es, glaube ich, Wasser gab. Habe ich mich heute für ein Rickel entschieden, aus einer kleinen lokalen Brauerei. Ja, ein leckeres Vollbier ist halt ein Bier. In diesem Sinne, Prost. Ich hoffe, ihr habt auch was Leckeres zu trinken. Ich versuche mich am Riemen zu reißen, bevor wir losfliegen, damit das noch gut genug wird,
bevor wir in den Part kommen, wo es Probleme gibt. Jetzt machen wir hier mal als allererstes Treibstoff rein. Das ist ein Current Config ist Nitrogen, sagt er. Dann packen wir jetzt hier in diesen Tank auch mal Nitrogen rein. Fuselage. Und wir hätten gerne Nitrogen. So, dann haben wir das schon mal und den können wir ruhig auch bis an Anschlag voll machen. So. Ja, Nitrosoxid ist 47 bis 138. Ja, im Vakuum ist aber. Ja, doch, ist deutlich effizienter. Okay, dann nehmen wir doch das mit. Remove Tanks. Zack. So. Was soll der Geiz? Wie viel besser wäre Helium dann noch? Ist wahrscheinlich einfach dichter. So. Dann haben wir das Engine UI schon mal fertig für die Stufe. Zack. Dann machen wir noch die Upper Stage fertig, mit der wir uns in Richtung des Orbits bewegen wollen. Die bringen wir jetzt mal ungefähr auf den Durchschnitt. Ein bisschen drüber schadet nicht. Von unserem Able Core. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben jetzt ein bisschen fortschrittlichere Varianten, die auch ein bisschen länger brennen können. Na, komm her. Und zwar haben wir hier eine 400-Sekunden-Engine in der 118E-Variante. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, welche Variante er automatisch nimmt. Also AJ10 als Upper Stage Engine hatte sich ganz gut bewährt. Der war halt technologisch noch nicht so ausgereift. Jetzt schauen wir mal, was wir hier so tun können. Wir haben die AJ10-104D und es fehlt uns dafür Heavy Orbital Rocketry für die 118E. So, jetzt schauen wir mal, ob das hilfreich ist. 300 Sekunden, okay, also knappe 5 Minuten. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier schon eine bessere Config haben, mit der wir mehr Zeit rausziehen können. De facto aber nicht. Nee, okay. Gut, das heißt, wir haben eine 300-Sekunden-Stage, die sollten wir dann auch befüllen. Und ich habe hier noch einen Decoupler vergessen, fällt mir gerade mal auf. Zack. Das Ding will ich nämlich nachher auch loswerden können. So. Das will ich nämlich nicht mit hochspinnen, das Riesenteil. So. Gut. Gut, 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 gut. Dann schauen wir doch mal. Orange finde ich nett, das kann man dann gut sehen. Und wir wollen das zu einem Fuselage machen und mit UDMH befüllen. Frisst das Engine gar keinen UDMH? UDMH. Achso, das ist komisches Staging kaputt hier unten. So. Gut, dann haben wir hier eine Brennzeit von 2 Minuten und ein bisschen jetzt gerade. Dann können wir mal noch ein bisschen Gas geben und das ein bisschen länger machen. Wir können knappe 5 Minuten rausbrennen. Die sollten wir dann auch versuchen zu nutzen. 4 Minuten 58 klingt wie ein fairer Deal. So, jetzt haben wir zusammengerechnet schon mal theoretische 7205 Delta V. Jetzt würde ich den ganzen Hobel mal in einen Fairing verpacken, damit wir beim ersten Aufstieg erstmal okayisch dastehen. So. Wo ich noch nicht ganz sicher bin, Cookie, jetzt kannst du mal klugscheißen. Ich ignoriere übrigens deinen ganzen Kram gerade, weil ich will meine Fehler selber machen. Hier steht jetzt Decoupler sold separately. Und ich habe auch schon oft Probleme damit gehabt, dass die nicht decoupeln. Aber hier ist ein Decoupler, der auch aktivierbar ist. Ist es jetzt ein Decoupler oder ist es kein Decoupler? Also muss ich noch einen Decoupler zwischenmachen, weil ich hatte das im alten RSS, bin ich immer stecken geblieben an den Payload-Fairings. Und das widerspricht sich irgendwie, dass er hier sagt, Decoupler sold separately in der Beschreibung, also kein Decoupler mit dabei.
Hier wiederum ist er als Decoupler im Staging drin. Viele, viele Fragen. So, das wäre dann unsere Upper Stage. Die können wir wahrscheinlich aber auch mal noch ein bisschen reduzieren von der Breite her. Okay, ich mache einen Testflight. Ich dachte, du kannst mir das beantworten, weil du die ganze Zeit hier schon so schlaue Kommentare von dir gibst, aber jetzt lässt du mich hängen. So, wir probieren es mal mit 1,5 Metern. Dann haben wir ein relativ schlankes Fairing. Mal gucken, ob das hinhaut. Keine Sorge, wir machen da einen Testflight für. Whee, bis unter die Decke. So. Und dann kommt auf 1,5 Meter Breite der nächste Fueltank dran. So. Ich versuche es heute mal ein bisschen schlanker zu halten und nicht wieder so eine Monsterrakete hinzudengeln. Sprach's und baute eine Riesenrakete. So, und jetzt brauchen wir mal einen ordentlichen Engine mit Druck dahinter. 300 irgendwas. Long-Lasting US Kirolox Gas Generator Booster Engine. Ihr hattet mich bei Long-Lasting. Wir gucken mal. 700 Kilonewton klingt auch nicht ganz falsch. 260 Sekunden. Jetzt ist natürlich die große Frage, welche Variante ich da habe. Der klingt auf jeden Fall schon mal nicht ganz falsch. Sustainer Engine, aber ist nicht ganz so leistungsstark. Okay, ich glaube, wir gucken uns den mal an und ich sage vielen Dank an Proxy für deine Spende. Das freut mich sehr. Und ich hoffe, ich kann die belohnen mit einem Orbit heute. Okay, passt größentechnisch schon mal ganz gut. Jetzt hauen wir da mal Kirolox rein und hoffen das Beste. Ist ein bisschen schwer, ne? Wieso hatten die so wenig? Ach so, falsche Engine nach unten gezogen. Ich wollte schon sagen, das ist für 700 irgendwas. Ah, so wird ein Schuh draus. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, welche Engine-Variante das ist. Wir haben hier den NA3. Der 79 NA3 ist rated für. Jetzt. Hier, was hattest du? Mit der Mitte draufklicken. So. 27,5 Minuten. Das glaube ich ihm nicht. Rated Burn Time. 2 Minuten 45. 2 Minuten 45. Wir sind jetzt bei 56 Sekunden. Das klingt einfach nach mehr Treibstoff. Das sieht doch ganz gut aus. Dann können wir den ein bisschen in die Länge ziehen. Wir haben eh eine Thrust-Weight-Ratio jenseits von Gut und Böse. Starten wir mit einer Zweier. Wir können noch ein bisschen weitergehen sogar. Oh, ich darf nicht vergessen, ich muss da noch einen Chor dazwischen bauen. Fällt mir gerade mal ein. Tap, 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 tap. Damit wir das Ganze auch steuern können, ne? 20 Tonnen ist ein bisschen wenig. Aerobee wird nicht reichen. 4 Meter ist ein bisschen groß. Haben wir irgendwas mit vernünftiger Telemetrie? 20 Tonnen ist zu viel. So. Was ich für den Greenscreen nutze, ich mache meine Aufnahme mit OBS Studio und darüber mache ich auch die Greenscreen-Geschichten. Gut, der wäre toll mit 100 Tonnen, ist aber halt ein bisschen groß insgesamt. 45 Tonnen. Schauen wir mal. Zack. Zack. Wir sind jetzt bei 37. Das würde sogar hinhauen. Also wenn wir es nicht übertreiben, dann. Das war nicht, was ich wollte. Ich wollte Move haben. Zack. Wenn wir es nicht übertreiben, dann sollte das mit dem Ding hier möglich sein, Kontrolle zu übernehmen. So.
So, ja, ich kann mir auch mal Procedural Avionics angucken. Mal gucken, wie viel die hergeben. So, Diameter 1,50 müsste das sein, damit es gut zu uns passt. Okay, das ist wirklich so. Einzeln, einzeln. Wir brauchen wahrscheinlich so um die 40 Tonnen. Ach, mehr gibt er mir auch nicht. Okay. Ja gut, dann 40 Tonnen. Kann ich die noch flacher machen, ohne mir ins eigene Fleisch zu schneiden? Nee. Noch flacher geht nicht. Gut, dann kann das weg. 40 Tonnen sind wir noch knapp drunter. Ich befürchte, das knacke ich jetzt gleich, wenn ich ihm ordentlich zugebe. Aber dann kriege ich die Kontrolle kurz danach wieder. So, das ist okay. Dann machen wir ein bisschen Leitwerk unten ran. Die sind ein bisschen, oh, die sind aber gar nicht so klein. Wo ich mir nicht sicher bin, ob das reicht vom Drag nach hinten. Aber wir nehmen jetzt erstmal nur kleine Leitwerke. Wir machen ja einen Testflug. Mal gucken. So, kleine Leitwerke ran. Und dann designen wir das hier mal noch ein bisschen um. So. Dann braucht es jetzt nur noch erstmal nicht ganz so viel Höhe. Zup. Sind wir schon im Boden drin? Ne. Hä? Jetzt bin ich irgendwo abgetüdelt, ne? Was will er denn jetzt? Ach so, Mist, ich habe den Satelliten oben gelassen. Nein. Du sollst doch auch runter. Zack. Ran da. So. Sehr schön. Dann braucht es jetzt noch eine Startklammer und ein bisschen runter können wir noch. Ich habe aber ein ganz gutes Gefühl. Aber wahrscheinlich habe ich das nur, bis ich den ersten Testflug gemacht habe. Dann wird es das Ding wahrscheinlich in tausend Teile zerlegen. Ah, komm, wir nehmen die gute. Jetzt habe ich so eine Redstone Juno Launch Klammer. Dann können wir die schön unten ranpacken. So, 12.000 Delta V sollte eigentlich selbst meine Flugfehler verzeihen. Und das Ganze mit nur knapp über 40 Tonnen. Eigentlich, gut, jetzt kommt noch ein Fairing ran. Das wird es wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter machen. Und ich kann unbegrenzt nach oben bauen. Ich habe hier irgendwo so einen Knopf. Dann kann ich so lange bauen, wie ich möchte. Ha, 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 ha. Riesenraketen. So, von daher, wir können hier tun, was wir wollen. Haben wir irgendwas Passendes? Ein Redstone-Cover oder so? Atlas? Jupiter? Titan? Nein, dann komm, dann nehmen wir das Atlas-Fairing. Dafür. Zack. So. Dann sieht das nämlich eigentlich auch mal richtig gut aus. Nach einer Rakete. Guck mal. Also man könnte fast sagen, ich habe eine altertümliche. Ar naja, Ariane 5 ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber es sieht aus, als ob es fliegen könnte, theoretisch. Werden wir gleich sehen. Jetzt machen wir mal das Staging ordentlich. Also, als allererstes macht man den Motor an. Dann macht man die Landeklammer auf und fliegt. Dann fliegen, 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 fliegen wir. Irgendwann machen wir mal das Fairing auf. Shit, da müssen wir gleich noch die Beschleunigungsdinger ranpacken, sonst wird das nix. So. Solid Separation Motor, genau. Sehr schön. Denn sonst wird diese Stufe einfach nicht angehen. Und das wäre ärgerlich, um es vorsichtig zu sagen. So. Das macht das Fairing minimal größer, aber wirklich nur minimal. Einwandfrei. So, wieder zu. Sehr schön. Gut. Gut, 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 gut.
So. So, Triebwerk, Klammer, seitliche Fairings, check, so, dann decoupeln und Interstage-Motor zünden, dass wir wegkommen und ein bisschen Beschleunigung auf die Rakete kriegen. Dann zünden wir den AJ-10. Dann werden wir hoffentlich irgendwo hier zwischen mal das da anschalten, damit wir uns stabil halten können, auch im Flug. Das müsste durchs Triebwerk größtenteils erledigt werden. Wartet mal. Das. Wahrscheinlich macht es sogar Sinn, wenn wir das erst anmachen, wenn wir uns abtrennen, damit ich nicht das Nitrogen schon vorher verbrauche. Gut, und dann kommt irgendwann, wenn wir hochgespinnt sind, die Zündung vom Baby Sergeant für die letzten 2000 Delta-V, die uns dann hoffentlich in den Orbit zimmern. Und jetzt sind wir bei 11.800 Delta-V. So, und jetzt werden wir mal sehen. Wir müssen jetzt einen Testflug machen. Also ich bin mir auch nicht sicher. Ich hatte schon öfter das Problem, dass hier dieser Decoupler, also Decoupler, der ja als Decoupler hier auch explizit angezeigt wird, also als Decoupler, der in diese Richtung trennt, weil es gibt zwei. Es gibt den und es gibt den, der das Fairing wegsprengt. Das hier ist definitiv das Fairing wegsprengen. Und der andere oben drüber ist theoretisch ein angezeigter Decoupler. Ich habe mit denen aber schon öfter schlechte Erfahrungen gemacht. Deshalb testen wir es jetzt einfach. So, wir speichern jetzt mal Explorer 1 und gehen in eine Simulation dafür. Schauen wir mal, vielleicht. Vielleicht nach einer halben Stunde Bastelei ist das ja schon das goldene Konzept. Erfahrungsgemäß ist es das bei mir nie in Real Solar System, nicht auf dem ersten Schwung. Und ja, in Mission Control ist Alkohol erlaubt. So. Bei mir zumindest. So. Wir werden am Anfang keine Kontrolle haben, das ist aber auch gar nicht schlimm. Motor hochspinnen und Feuer frei. So, wir haben gleich eine relativ gute Thrust-Weight-Ratio am Anfang. Wir werden also ziemlich gut raus beschleunigen und müssten auch relativ schnell Avionic Control über die Rakete bekommen, weil sie nur knapp über dem Limit lag. Könnten natürlich mal die Vessel-Stats nochmal aufmachen. So, aber wir sind eigentlich schon an dem Punkt, dass wir sie haben. Ja. Da waren sie schon. Okay. Das heißt, wir sind okay unterwegs. Hält sich bisher auch stabil. Schauen wir mal. Also die erste Stufe sieht schon mal auf den ersten Blick vielversprechend aus. Kriegt auch schön Geschwindigkeit drauf. Wir nähern uns den 2,5 Thrust-Weight-Ratio. Ich habe jetzt eher ein bisschen Angst, dass sie hinten raus zu schnell wird und uns das vordere Teil zerquetscht. Werden wir sehen. Auf jeden Fall fliegt es erstmal ganz gut. So. Wir müssen jetzt langsam mal gucken, dass wir diesen lustigen Gravity Turn hinbekommen. Insgesamt sieht es aber noch gut aus. Engine läuft auch noch. Wir sind auf 70 Kilometer Apoapsis hoch. Jetzt wird es wirklich Zeit, langsam mal die Biege zu machen. Ich darf nur nicht zu hart gehen, sonst reißt es mir halt vorne die Payload weg. Also meine zweite Stufe. Das wäre ein bisschen schlecht. Die brauche ich noch. So, 163 Kilometer Apoapsis. Ich glaube, ich muss die schräg starten, damit ich ein bisschen besser den Spin hinbekomme. Ja, über die Flugweise brauchen wir nicht diskutieren, aber ich will sie halt nicht abbrechen, die Rakete. Ich hätte den Spin oder den Gravity Turn deutlich eher einleiten sollen, aber ist jetzt egal. Wir kommen auf jeden Fall schon mal schön hoch, das gibt uns nachher Zeit. So. Gut. Ich glaube, wir können mit gutem Gewissen ziemlich flach gehen. Und dann müsste auch gleich Ende Gelände sein. So. Weg mit dem Fairing. Und dann gucken wir mal, ob dieser Decoupler funktioniert. Tut er. So, sehr schön. Okay, das heißt, wir sind unterwegs in Richtung Orbit und können jetzt in aller Ruhe, wir steigen auf 500 Kilometer, können jetzt in aller Ruhe brennen. In aller Ruhe.
Ja, ich habe das vorhin gelesen, dass du sagtest, ich kann die Engine mehrmals zünden, aber mache ich jetzt nicht, die brennt jetzt durch. So, und wenn du nicht bald aufhörst, alles für alle anderen zu spoilern, dann muss ich dich leider mal für eine halbe Stunde im Chat bannen, Cookie. Lass den anderen doch auch ihre Freude. Wenn du das alles schon gespielt hast, ist super. Aber wenn du es alles vorher verrätst, dann wird es für die anderen echt dröge mit der Zeit. Nur um dir mal einen Tipp zu geben. So. Wir können die Antennen mal ausfahren und gucken. Okay. Sehr schön, das passt. Wir müssen jetzt noch nicht so viel machen. Du brauchst ja nicht nichts sagen, aber nicht zu jedem Detail, weil es dann einfach für die anderen uninteressanter wird. Weil wenn ich keine Fehler mache, ist ja auch lahm. So, wir machen schon mal RCS an. Orbitgeschwindigkeit sind jetzt 3500. Wir haben noch 6000 und ein bisschen Delta V. Das sieht alles gar nicht schlecht aus. Also den Start korrigieren wir mal noch ein bisschen. Das muss besser werden. Der Gravity Turn war gar nichts. Ich würde tatsächlich mit einer östlichen Neigung schon mal starten wahrscheinlich. Zu weit vorne unterwegs. Aber ist jetzt halt so. Fliegt aber wie eine 1, kann man nichts sagen. Fliegt wie eine 1. Also wenn das jetzt nicht in Orbit reicht, dann höchstens aufgrund meiner mangelnden Flugkünste. Der Rakete kann man, glaube ich, keinen Vorwurf machen. Das ist dafür, dass es der erste Entwurf ist, ist das gar nicht schlecht. Da kann jetzt eigentlich nur noch was beim Hochspinnen schief gehen. Und ansonsten sieht das eigentlich relativ gut aus. Ich bin mal so entspannt, dass ich mir ein Schluck Bier gönne. Wirkt doch vielversprechend. So, 5000 Delta V bei 4200 Meter pro Sekunde im Orbit. Machbar. Machbar. Ich glaube eher, das wird so ein abgefahrener Orbit. Also völlig schief. Aber so war das halt am Anfang. Da hat man noch nicht so viel Kontrolle gehabt und auch noch nicht so viel Erfahrung. Ich ja auch nicht. Von daher relativiert sich das ja. So, gucke jetzt mal eine Frage, die du gerne auch beantworten darfst. Du hast das vorhin ja nämlich schon mal erwähnt. Du meintest, die brauche ich nicht, weil das Triebwerk druckgesteuert, also pressure-fed ist und damit genug Druck auf dem Tank ist, dass das funktionieren sollte. Kannst du deine Theorie da nochmal bekräftigen oder nicht? Weil dann können wir für den zweiten Testflug, ich würde nochmal einen Testflug mit einer anderen Neigung machen, um einfach zu gucken, ob wir einen effizienteren Steigwinkel wählen können. Und dann könnten wir die nämlich weglassen, weil das wäre halt auch wieder gespartes Gewicht. Und ja, TJ, ich sitze heute mal bei der NASA im Command Center und habe gedacht, dann funktioniert, vielleicht färbt das Know-how auf mich ab und das funktioniert dann alles besser. So. Wir sind 1500 Delta V vom Burnout oder Main Engine Cutoff oder Treibstoffalle oder wie auch immer ihr es nennen wollt, des Triebwerks entfernt. Warum das übrigens zum Ende immer so wird, ist die, oder warum da so viel Delta V kommt, ist natürlich, dass die Thrust-Weight-Ratio jetzt ziemlich große Höhen erreicht. Dadurch, dass die Rakete einfach leicht wird. So, und wir haben einen guten Part geschafft, würde ich sagen. Und ich würde sagen, wir werden jetzt wirklich mal ein Coast-Manöver machen. Das war tatsächlich auch so mit den Baby Sergeants und der Juno. Also die Juno 2. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich mich nicht zu weit aus dem Fenster gehe. Komm, stabilisier dich. Reicht das? Schön stabilisieren auf
die Richtung, in die wir wollen. Da waren tatsächlich Coasting Times mit drin, also bis man an der richtigen Stelle zünden konnte, weil die Dinger noch beschissener zu kontrollieren waren als meine. Guck mal, der Spin funktioniert schon von ganz alleine. Einfach durch das, dadurch, dass der Treibstoff oder dass die Düsen leicht schräg sind, fängt das Ding von alleine an zu spinnen und das kann sich halt nicht stabilisieren in die andere Richtung. Und warum habe ich MechJep? Weil MechJep empfohlen wird für Real Solar System und ich habe es mich noch nicht getraut zu probieren, was passiert, wenn ich jetzt. Was passiert denn da draußen? Komisches Wetter. Was passiert, wenn ich jetzt Kerbal Engineer nehme? Deshalb ist es MechJep. Oder ob Kerbal Engineer das überhaupt kann. So, jetzt lassen wir uns hier mal ein bisschen coasten, in der Hoffnung, dass das alles klappt. Wie gesagt, wir sind ja noch in der Simulation. Jetzt kann man alles ausprobieren. Also nicht panisch schreien. Hier blinkt Simulation Active. So, wir sind fast auf der Apoapsis. Und jetzt würde ich nämlich mal meine Ausrichtung wieder versuchen herzustellen. Gar nicht so einfach, während sich das Teil dreht. So. Ja, ein bisschen runter. Ah. Gar nicht so einfach, sagte ich bereits. Und das beginnt sich natürlich immer schneller zu drehen. Aber ist ja keine exakte Wissenschaft. Aber wir haben noch 20 Sekunden bis zum Dings. So, und jetzt machen wir nämlich genau das, wofür die Spinnstabilisierung gut ist, um mein ganzes Gewackel hier zu neutralisieren. Drehe ich das Ding jetzt stumpf hoch, um ihm noch mehr Spin zu geben. Damit sich es dann einfach halbwegs. Es eiert dann halt um die ungefähre Prograde-Richtung rum. So. Naja, besonders dolle ist es nicht in meiner Konfiguration, aber ich glaube, das reicht auch für das, was ich vorhab. Gut, dann kommt jetzt hoffentlich eine Orbital Injection, oder? Können das eigentlich sogar zusammenpacken. Und Feuer frei. Ich bin gespannt. Ja, oder? Sowas von Alter. Halb zum Mond geflogen. Ja, läuft. Also, man kann damit in Orbit kommen. Ja, also für den ersten Satelliten ist es tatsächlich ein hoher Orbit, aber okay, auch völlig oversized die Rakete. Gut, das heißt, zum Thema Simulation, die hat uns jetzt auch echt Kohle gekostet. 600 irgendwas, wenn ich das richtig sehe. Das war gar nicht schlecht. Wir machen jetzt noch einen zweiten kurzen Simulationslauf. Der wird Folgendes nur kurz beinhalten. Einmal eine angewinkelte Rakete. Also, dass wir direkt mit einer 5 Grad Neigung oder sowas starten, damit wir den Gravity Turn besser hinbekommen bei der Geschwindigkeit. Und wir lassen die Solid Booster weg. Und wir werden nur testen, den Abflug unten, ob wir sauber und stabil wegkommen, ohne umzukippen. Und die Separation auf den zweiten Engine. Wenn das funktioniert, dann lassen wir es so. Das heißt, das wird jetzt noch mal ein überarbeitetes Konzept der Explorer geben, das aber sehr, sehr ähnlich sein wird. Das heißt, wir bauen jetzt die Explorer 1A, bevor die 1 überhaupt in Betrieb geht. Nicht, weil sie nicht funktioniert hätte, sondern weil es noch ein bisschen besser sein könnte und effizienter. Deshalb nehmen wir das mal weg. Wie lange streame ich heute? Heute ist geplant, dass ich 3 Stunden mache, also bis 21 Uhr. Würde ich gerne streamen, wenn das zeitlich klappt. Ja, das ist so mein Plan für heute. Kann ich das Ding jetzt irgendwie kippen? Ohne. Ne, den Baby Sergeant will ich nicht kippen. Sehr schön. So, nicht zu viel. Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen zu viel, obwohl. Wir gehen mit 177 los. Wir kommen relativ schnell hoch, aber ich bin mal ein bisschen konservativer. So. Die Richtung testen wir jetzt mal. So. Wir starten nochmal die Simulation. Die paar Körbelfans ist es uns wert.
kann ich mit Shift-Links-Klick direkt das Root-Part auswählen. Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Habe ich noch nie probiert, werde ich bei der nächsten Rakete mal ausprobieren. So, SAS an. Wohl eigentlich, oh, ja, lass uns nur lieber an. Oh, da hat sich ein kleiner Fehlerteufel reingeschlichen. Zack, 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 zack. Die wollen wir dahin haben. Die Fairing Separation, sonst passieren unschöne Dinge. So. Warum macht man eine Simulation? Weil ich ungefähr 3 Monate darauf warten muss, dass die Rakete gebaut wird nachher. Und ich möchte nicht 3 Monate verschwenden, um dann rauszufinden, dass die Rakete scheiße war. Das ist der Grund, warum ich die Simulation mache mit allem, was komplexer ist als eine Sounding Rocket. So, in diesem Sinne, feuerfrei, würde ich sagen. So, nochmal simulieren. Wie gesagt, wir gehen jetzt... Oh, die war noch nicht ganz hochgespinnt. Okay, hat sich aber gefangen. Jetzt hat sie einen leichten Drall. Wir sind gleich unter den 40 Tonnen. Jetzt kriegen wir dann also auch Avionics. Avionics müssten da sein, da sind sie auch. Ich glaube, ich habe sogar von Anfang an Avionics, weil die sich aufaddiert mit der... mit den Avionics vom Able-System. Okay. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich mal ein bisschen flacheren Angriffswinkel direkt von Anfang an wählen. Ich nehme jetzt erstmal so eine gesunde... Was sind das? 20 Grad Neigung? 10? Irgendwie so den Dreh. So. In der Hoffnung, dass wir dann nicht zu tief durch die Atmosphäre gehen und zu viel Druck erleiden. Aber es würde uns halt helfen, den Spin besser hinzubekommen. So. Das sieht gar nicht schlecht aus. Sie bleibt zumindest stabil und fängt nicht an zu verglühen. Wir nehmen diesmal nicht ganz so schnell Höhe, aber dafür halt schon mal Geschwindigkeit in Richtung Orbit. Das sieht gar nicht schlecht aus. Und vielleicht schaffen wir es tatsächlich mal bei 30 Kilometer Höhe. Das wäre eigentlich so mein Ziel. Die 45 Grad zu treffen. Naja, nicht ganz. Aber wir sind nah dran. Definitiv nah dran. So. Okay, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ich gehe jetzt gleich noch ein bisschen aggressiver runter, weil wir schon ziemlich gut Höhe aufgenommen haben. Und ich mich eigentlich eher auf Geschwindigkeit konzentrieren kann und damit natürlich die Gravitationsverluste noch weiter... Also je flacher ich gehe, umso weniger kämpfe ich gegen die Gravitation an. Und das hilft natürlich. Und da wir 140 Kilometer knacken müssen, um aus der Atmosphäre rauszukommen, reicht das jetzt auch langsam. So. Sehr schön. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Okay, diesmal sind wir nicht ganz so übertrieben hoch. Also wir werden wahrscheinlich unter den 200 Kilometern oder an den 200 Kilometern dranbleiben. Exakt auf den 200 Kilometern, wollte ich natürlich sagen. Gut, dann gucken wir mal, ob die Fairing Separation funktioniert. Ah, Zucker, oder? Zucker. Was für eine gute Rakete. So, dann machen wir hier auch mal den Satelliten an. Und jetzt schauen wir mal. Theoretisch müssten wir in aller Ruhe jetzt hier eine Separation machen können. So, jetzt ist das Ding frei. Und es driftet auch schon ganz leicht raus. Und jetzt müsste der Antrieb zünden nach... Irgendwas ist nicht gut. Propellant very risky, siehst du? Sag ich doch, wir brauchen die Beschleunigung. Er kriegt keine saubere. Was auch immer da gerade schiefgegangen ist. Hört ihr das auch, das Geräusch? Sieht ganz, ganz finster aus für die Zündung. Ganz, ganz, ganz finster. Ne, ich glaube, das zündet nicht. Also der Treibstoff ist jetzt angezeigt als very unstable. Und aus dem Zustand raus kriegen wir es nicht gezündet. Siehste? Also Keks. Auch wenn der Pressure fett ist. Das Problem ist, was jetzt passiert ist. Also um das vielleicht mal ein bisschen zu erklären.
Warum muss ich eigentlich Druck auf eine Rakete bringen? Also, oder eine Druck auf eine Rakete, wenn sie oben am Schweben ist. Wenn ich unten am Boden stehe, dann arbeitet die Gravitation für mich. Ihr habt ja in so einem Tank nicht einfach einen Tank drin, sondern es sind immer zwei Tankblasen, ne? Also ich weiß nicht, ob sich mal jemand eine Schema oder Explosionszeichnung von einer Rakete. Wir machen jetzt mal einen kurzen Ausflug in der Simulation in das Thema, warum ist das eigentlich so, dass man da Druck drauf bringen muss? Und zwar, ihr habt hier zwei große Blasen drin. Die größere Blase ist der Oxidizer meistens und dann gibt es unten eine kleinere Treibstoffblase. Aus denen wird das durch diese lustigen Schläuche hier rangeführt an den Engine. In diesen Tanks ist es gerade bei den Hochdrucktanks halt so, dass da ist nicht nur der Treibstoff drin, sondern ist noch irgendwas drin, um den Druck aufzubauen. Das heißt, die haben meistens irgendwie die Niedrigdinger, haben halt 1, 2, 3 Atmosphären Druck drauf, aber die Hoch-High-Pressure-Tanks haben halt irgendwie, was weiß ich, 100 Atmosphären, 100 Atmosphären Druck drin. Normalerweise steht ihr ja unten und die Gravitation zieht die Rakete nach unten. Und unter euch, ihr könnt nicht fallen, weil ihr steht auf dem Boden und die Rakete hat unten einen Boden an dem Tank. Und da ist es dann natürlich so, dass der Treibstoff, weil er schwerer ist, nach unten sackt und oben die Druck, also das ist was das Medium, was den Druck erzeugt. Und dadurch eben sauber Treibstoff nach unten an an den Antrieb gedrückt wird, damit er das verbrennen kann. Kommt nämlich dieses Gemisch zusammen mit dem Druckmittel am Triebwerk an, dann überhitzt es, kann explodieren, aller möglicher Unsinn kann passieren. So, jetzt sind wir aber im Weltall. Jetzt, es gibt zwar immer noch Gravitation, aber wir fallen ja frei. Also es ist ja nichts unter uns, was die Rakete von unten hält, also wie der Erdboden, sondern wir schweben. Und dadurch vermischt sich jetzt in den einzelnen Tanks der Oxidizer und der Treibstoff eben mit dem Druckmittel. Und unten am Triebwerk kommt eben in den Treibwerkleitung, in den Treibstoffleitung, nicht mehr purer Treibstoff an, sondern ein lustiges Gemisch aus dem Druckmittel, was nicht gut verbrennt, plus dem Treibstoff. Oder was viel zu gut verbrennt, kommt immer drauf an. So, das heißt, jetzt kann ich ihn entweder nicht zünden oder er explodiert oder er macht, wartet mal, ich zeige euch das mal nochmal, lustige Geräusche. Ja, auf jeden Fall funktioniert es nicht. So, deshalb bringt man Druck drauf, weil was macht der Druck? Wenn ich jetzt hier zwei Antriebe zünde, dann entsteht Schubkraft. Schubkraft ist im Prinzip wie Gravitation. Das heißt, es drückt den Treibstoff nach unten zum Triebwerk hin, dadurch, dass ich die Solid Engines zünde. Und ich bekomme sauberen Sprit an die ja, Einfüllstutzen oder an die Treibstoffleitung ran. Und habe dadurch dann den Vorteil, dass ich jetzt oder die Möglichkeit, dass ich mein Triebwerk wieder zünden kann. Also das mal so als kurzer Ausflug, warum ist das eigentlich so? Aber ich finde es okay, dass wir es ausprobiert haben. Also von daher, ich finde das auch nicht schlimm, dass das jetzt eine Fehlinfo war. Ist halt so, ne? Ist nicht immer alles perfekt. So, das heißt aber, wir müssen nochmal einen Testflug machen. Und zwar deswegen, weil ich dann nochmal, wir verändern das Fairing dadurch leicht. Und ich möchte nur sicher gehen, dass das leicht veränderte Fairing sich bei der Neigung nicht negativ auf die Flugeigenschaften auswirkt. Das heißt, wir werden nochmal eine Simulation gehen bis zur Separation und bauen jetzt die Separation Engines wieder an. So. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Ja, Ullage ist der Fachbegriff dafür. Genau. Und ich glaube, Ullage an sich kommt aus der Weinherstellung oder sowas als Begriff. Ich weiß es nicht, weil das sich auch irgendwie oben auf den Fässern bildet. Naja, auf jeden Fall, das ist das, was passiert und warum man diese lustigen Separation-Motors braucht. So. Fürs Hot Station, also das Triebwerk zünden kurz bevor die erste. Ja, könnte ich auch. Oder ich baue einfach diese zwei Separation Motors an, weil das gibt mir eine gewisse Toleranz auch. Weil das andere ist mir einfach zu fehleranfällig. Der Punkt ist halt, wenn ich diese beiden Separation Motoren habe, die ich übrigens auch mal, das fällt mir jetzt gerade ein, an einen Decoupler anbauen könnte, weil dann muss ich die nicht mit mir rumschleppen, wenn sie ausgebrannt sind. So. Dann habe ich einfach ein gewisses Toleranzfenster, in dem ich das Staging machen kann, während ich beim Hot Staging halt aufpassen muss, dass ich es nicht zu früh mache, weil ich sonst den unteren Tank zu sehr erhitze, der potenziell explodiert und meine Rakete ins Trudeln bringt oder das Triebwerk noch mitreißt. Das ist halt schon relativ blöde. Habe ich kleinere Motoren dafür mittlerweile? Ich habe halt sowas hier, ich weiß aber nicht, mit was der.
Kerosin Liquid Oxygen, da müsste es halt eine UDMH-Variante für geben, die ich auch schon benutzen kann. Kirolox, nö. Seht ihr irgendwas? Nach Masse sortiert. Ja, also es gibt hier die Dinger, aber die sind halt Kirolox-Fett. Meinst du die hier? Die nutzen mir halt nichts, weil ich in der Stufe keinen Kirolox habe. Da müsste ich einen eigenen Tank für anbauen. Und das würde ich jetzt gerne vermeiden. Also die sind halt. Also Kerolox ist halt die Mischung aus Kerosin und Liquid Oxygen, ne? Zweite Reihe Mitte. Ach so. Ach so, du meinst, dass ich die da unten drunter baue? Quasi. Ja, ich nehme trotzdem mal die seitlichen, weil das Problem ist, glaube ich, wenn ich richtig gucke. Obwohl, das könnte vielleicht größentechnisch hinhauen. Schauen wir mal. Das dürfte sogar funktionieren, ja. So breit ist der gar nicht. Zack. Gott, dieses Ding macht mich gerade fertig. So. Da und da ist frei. Macht er das sauber auf der anderen Seite? Ja, ne? So, die sind tatsächlich ein bisschen kleiner. Jupp, 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 dann bleibt das Fairing schön schmal. Dann müssen wir zumindest den Testflug wahrscheinlich nicht nochmal machen. Wie seht ihr das? Machen wir noch einen Testflug, einfach um sicher zu gehen, dass wir nichts verbockt haben bei der ganzen Geschichte? Oder lassen wir es drauf ankommen und fliegen das Ding so? So. Zack. Na. Zwei Stück. So. Gut. Also, jetzt nochmal. Ja, das Staging muss ich jetzt sowieso komplett nochmal durchgehen. Also die Neigung war okay. Wir zünden zuerst den Motor, dann kommt der, dann kommt potenziell das Fairing weg, dann kommt Abkoppeln und Separation Motor starten und dann kommt das Haupttriebwerk zünden. Dann werden wir uns irgendwann abspalten von der letzten oder der vorletzten Stage. Uns stabil holen mit dem RCS und zur gegebenenfalls zur Apoapsis driften. Ja, und dann gibt es Feuer, ne? Also ich glaube, kriegen wir hin. So. Judy. Judy, Judy. Dann speichern und wir bauen das schöne Ding. Wie lange dauert das? 90 Tage. Meine Güte. Da haben wir ja auch nicht was zu tun. Wir müssen unbedingt noch die ganzen Upgrades da mal nach und nach machen. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir es mit dem Ding tatsächlich in den Orbit schaffen. Und dort vielleicht auch das ein oder andere Experiment durchziehen können, bevor wir keinen Strom mehr in der Gerät haben. So, was haben wir denn noch an anderen Missionen? Die werden wir ein bisschen später noch annehmen, denke ich mal. Sounding Rockets, Medium und High müssten jetzt auch machbar sein, weil wir haben jetzt verbesserte Aerobee-Triebwerke. Und Past the Kármán Line Crewed, das werden wir auch heute auf jeden Fall in Angriff nehmen, nachdem wir den Satelliten geschafft haben. Werden wir als nächstes mit Crew die Kármán-Linie knacken und ich hoffe auch den ersten Suborbitalflug. Das müssten wir mit dem Cockpit noch ganz knapp hinbekommen, wenn wir es gut timen, dass wir nicht zu weit rausgehen. Und so und wieder runter ist auch suborbital, das zählt. So. Gut, dann würde ich sagen, Reconditioning des Launchpads einmal durch. Dem geht es also wieder gut. Und jetzt warten wir noch die 89 Tage und währenddessen läuft unsere Forschung von Basic Constructions auch weiter und ist dann auch fast durch. Das heißt, wenn wir uns nicht zu doof anstellen. Und danke für den Follow-Taktiker. Und viel Spaß beim Zuschauen. Und wenn wir uns nicht zu doof anstellen, sollten wir das Ding jetzt eigentlich. Alter, ein Tag und 18 Stunden. Meine Güte. In den Orbit geschickt kriegen. Fuck, ich habe nicht nochmal kontrolliert, ob die ganzen Tanks sauber befüllt waren, ne? Ich hoff's. Ich hoff's tatsächlich. So, wir gehen jetzt zum nächsten Morgen.
Das machen wir jetzt natürlich rein aus Streaming-Gründen, damit ihr was seht. Gut, und dann kontrollieren wir gleich nochmal, ob die Tanks alle sauber befüllt sind. Wir müssen UMDMH dabei haben, wir müssen Kirolox dabei haben und wir müssen Dingsbums, Nitro-Dingsbums-Mischung, Nitrooxid, irgend sowas. Gott, das ist wie ein Chemiekurs hier, nur schlimmer. Mit Raketen. Chemiekurs mit Raketen. So, der Skunk Rider ist jetzt auch mit am Start. Auch dir ein herzliches Willkommen. So, wir haben Nitrous Oxid für die Booster, RCS-Düsen. Wir haben UDMH für unsere Upper Stage und wir haben Kerosin, Liquid Oxygen. Sieht also alles gut aus. Ist auch noch nichts wegverdampft. So, was ist hier schon wieder passiert? Zack. Nein! Der Vertrag ist abgelaufen. Wir waren zu langsam. Mal gucken, ob wir ihn nochmal kriegen. Verdammt. Vielleicht bieten sie ihn uns nochmal an. Ja. Diesmal, Freunde. Diesmal. Oh, das war eine fette Strafe. Und auch ein richtig fieser Reputationsabzug. Aber diesmal seid ihr fällig. So. Gut. Geldtechnisch war das jetzt nicht so schön. Aber wir holen uns jetzt gleich ein bisschen Kohle wieder zurück. Indem wir das Ding in den Orbit hämmern. Ob es ihnen gefällt oder nicht. Das waren unsere ganzen Fehlversuche mit diesem Sputnik-Ding. Mit Early Orbital Rocketry. Das hätte ich noch nicht annehmen sollen mit Early Orbital. Early war der Hinweis, den ich nicht wahrgenommen habe. Gut, also, wir haben, glaube ich, direkt Kontrolle, haben wir. Das heißt, wir können auch direkt arbeiten. Ich mache RCS jetzt schon mal an, dass es nachher funktioniert. Delta Vista sind sauber, Orbital Info sind auch sauber zu sehen, Vessel Info sind da. Gut, ich würde sagen, jetzt können wir das mal feierlich mit einem Countdown machen. Also, wir zählen ab der 3, 2, Ignition und wir sind hochgefahren und Liftoff. So, wir sind unterwegs zu unserem ersten, hoffentlich, Orbitalflug mit einem kleinen Satelliten. So. Gut. Wir sind unterwegs und wir wollen unseren ersten Orbit schaffen auf einer Perigee von mindestens 150, also Periaps von 150 Kilometern und wir wollen Wissenschaftsdaten übertragen. Sehr schön. Das kriegen wir alles hin. Gut, jetzt schauen wir mal, dass wir hier einen vernünftigen Aufstieg draus machen. So waren wir eigentlich ganz gut unterwegs im letzten Aufstieg. Und sobald wir ein bisschen dünnere Atmosphäre haben, bringen wir das Boot langsam runter auf die 45 Grad. Das sieht gar nicht übel aus. Nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam. So schön die Neigung ausnutzen und uns nicht so sehr gegen die Gravitation abkämpfen. So, und jetzt lassen wir ihn erstmal auf 45 Grad steigen. Wir kriegen einen leichten Spin gerade rein, aber es gibt Schlimmeres, solange er sich auf Kurs hält. Und dafür sind wir scheinbar schnell genug. So. So. 99 Kilometer. Ich gehe jetzt noch ein bisschen flacher. Also wie gesagt, der Spin, solange er in der Geschwindigkeit ist, beunruhigt er mich nicht großartig. Im Gegenteil, er hält uns sogar, wenn wir Kontrolle verlieren, sollten ein wenig besser auf dem Kurs. So, 140 Kilometer erreicht. Das heißt, ab jetzt sind wir im Weltall. 150 Kilometer müssen wir kriegen auf der Periapsis. Das schaffen wir sogar noch auf dieser Stage. Gut. Ja, gibt auch Fins mit Kontrollservice. Oder ich fliege das einfach auf der Triebwerkskontrolle. Hahaha. Gut, jetzt hoffentlich eine wunderschöne Fairing Separation mit Mond im Hintergrund. Sehr gut, das hat auch mal geklappt. Und wir zünden unsere Separation-Motoren und dann das nächste Triebwerk.
Das war knapp. Irgendwie hat er da eine Nullzündung dazwischen gehabt. Aber ist angegangen. Im zweiten Anlauf noch. Okay, das heißt, wir sind sauber auf dem zweiten Triebwerk unterwegs. Wir haben eine Minute und ein bisschen zur Apoapsis. Und, ja, ich hatte jetzt gerade gedacht, ich habe keine Kontrolle mehr, aber da kamen sie wieder. Entweder war es ein Leck oder ich habe übersehen, dass ich die Avionic Control verloren habe. So, wir aktivieren hier mal den ganzen Kram. Nichts Neues bisher. Gut, ich glaube, wir sind ganz gut unterwegs. Nö, den Trust Limiter hatte ich tatsächlich nicht angepasst, aber hat uns scheinbar nicht das Genick gebrochen. War alles gut genug. So, wir haben 3 Minuten Brennzeit auf dem Triebwerk. Wir sind jetzt bei Apoapsis von 177 Kilometern. Wird wahrscheinlich nachher unsere Periapsis sein. Ich bin mal ganz guter Dinge. 4-3. Wir haben jetzt auf der Stage noch auch 4-3. Über 8-6. Also wir werden es wahrscheinlich auf dem Triebwerk schon fast in den Orbit schaffen. Also eigentlich ist das andere Ding gar nicht mehr so wichtig. Und im Real Solar System beginnt das Weltall bei 70 Kilometern hast du. 140, also das Doppelte. So. Und wir müssen über die 150 drüber mit unserem Vertrag. Drüber ist okay, also viel höher ist auch vollkommen okay. Drunter ist nicht okay. Gut. Wir machen langsam aber sicher Strecke über den Atlantik. Das wird uns hoffentlich auch ein paar nette Forschungsdaten geben. Können wir eigentlich gleich mal gucken. Hier auch aufheben. Analyze Telemetry. Nope. Log Temperature. Nope. Und Log Radiation Data. Nope. Haben wir alles schon mal gemacht hier. Aber wir kommen noch an ein paar Kontinenten vorbei. Von daher bin ich da völlig unbesorgt. Ich halte mich mal grob auf Orbit-Richtung. 2 Minuten 28 noch. Bisher hält unser Triebwerk auch gut durch. Wir sind auch dabei, ordentlich Forschungsdaten für das Triebwerk zu sammeln. Er sagt momentan 46 Minuten seit dem letzten Ausfall dieses Geräts. Das liegt aber auch wahrscheinlich daran, weil wir es noch nie geflogen sind. Das wird sich dann sicherlich relativieren, wenn es uns das erste Mal um die Ohren fällt oder fliegt. So, okay, die Monopropellants sind geratet für 16,6 Stunden scheinbar. Oder er glaubt, dass sie 16,6 Stunden halten. Da bin ich relativ zuversichtlich, dass wir die Zeit nicht brauchen werden. Gut. Gut, gut, gut. 1 Minute 40 noch. Und wir sind jetzt auf der Apoapsis fast angekommen. Ich würde sagen, die ziehen wir mal ein bisschen hoch, dass wir die vor uns behalten. Also hier seht ihr das Spiel mit der Apoapsis in live. Oder dem Apogee. Wie wir US-Amerikaner das abkürzen. Ne, das waren die Franzosen, Entschuldigung. So. Aber wir haben es fast so weit, dass wir nicht mehr die Nase hochziehen müssen. Um ihn da aus der Richtung zu bekommen. Sieht also ganz gut aus. Dass wir relativ flach auf den Horizont gehen können gleich. Na, kommst du zurück mit der Apoapsis? So. So, wo ich gerade immer bei dir das mit dem Kommen senden sehe, wie funktioniert das? Ich kann nie meine Science-Daten senden. Du brauchst irgendeine Form von Antenne natürlich, wenn du deine Science-Daten senden willst. Ich habe hier Antennen, die ich aktiviert habe. Auch im normalen KSP brauchst du die. So, wir haben einen neuen Speed-Record mit 7000 Metern pro Sekunde aufgestellt. Wir haben jetzt auf der Stage noch 1300 Delta V drauf. Sind also ganz gut unterwegs. Ja, also der Baby Sergeant vorne ist echt overdone. Das geht alles auch einfacher. Und jetzt haben wir die Apoapsis geknackt und sind, glaube ich, mehr oder weniger eh schon im Orbit angekommen. Jo. Also wir haben es ohne ohne den Baby Sergeant geschafft. Sowas von ohne den Baby Sergeant. Das heißt, wir haben hier
Oh, Launch a New Vessel ist nicht gezählt worden, oder? Nein! Weil die schon stand. Nein, muss ich vielleicht nochmal machen, aber ist egal. Wir wissen, dass es funktioniert. Verdammte Mission. Okay, aber wir sind raus und sind im Orbit angekommen. Und zwar mit einer Stage weniger, als wir gebraucht hätten. Das heißt, wir können eigentlich auf Effizienz trimmen. Und den ganzen Schnodder da oben wegbauen, ne? Hm. Sehr schön. Aber jetzt zählt es leider nicht als New Vessel, weil es schon draußen auf dem Launchpad stand. Ärgerlich. Aber irgendwas ist halt immer, ne? Gut, das heißt aber, wir haben hier auf jeden Fall noch Musik drin, was die ganze Steigleistung angeht. Und wenn man es sauber, in den richtigen Winkel schießt, dann klappt es auch mit den Nachbarn im Sinne von, dann kommt man auch im Orbit an, ohne dass man noch den Baby Sergeant braucht. Das heißt, den können wir gleich mal für die nächste Variante rausbauen, um die Rakete ein bisschen zu vereinfachen. Wir haben tatsächlich alles, was wir brauchen, am Start. So, jetzt können wir hier nochmal kurz gucken, ob es jetzt gerade Wissenschaftsdaten gibt. Nö, nö, weil wir immer noch über dem Wasser sind. Das Ding wird sich jetzt aber so nach und nach über Afrika und alle möglichen anderen Kontinente drüber schleusen. Wir werden jetzt mal derweil eine neue Rakete in Auftrag geben, an der wir nochmal ganz leicht reduzieren, um sie einfach noch effizienter zu machen und schneller. Ungefähr 10.000 Delta V braucht man für den Orbit, ja. Kommt halt darauf an, wie viel Verlustleistung du unten hast, ne? Also ein bisschen mehr schadet nicht, weil du musst im ersten Moment ja beim Start ein bisschen gegen die Schwerkraft ankämpfen. Aber im Großen und Ganzen, ja. Gut, also nochmal eine neue Rakete. Und ich hoffe, wir haben dann genug Zeit, sie zu bauen. Schwupp, schwupp, schwupp. Das Ding kann weg. Also neue Rakete. Wir müssen sie nur kurz durchbauen. Und zwar machen wir da jetzt da die Explorer 1 Bravo draus, die wir einfach als optimierte Variante betreiben. Denn wir können uns dann den Kram hier sparen. Und wir können uns den ganzen Kram hier sparen. Ja, vielleicht kommt man sogar mit weniger aus. Wir werden es jetzt mal testen. Also wir haben jetzt immer noch 12.000. Ich glaube, so viel werden wir tatsächlich nicht brauchen. Ich würde das jetzt auch ein bisschen reduzieren. So, jetzt sind wir hier bei 4 Metern Länge und immer noch 12.200. Oh Gott, die wird sogar noch größer, die Delta V, weil wir die erste Stufe so großzügig gesized haben. Also die Rakete hier ist auf jeden Fall völlig ausreichend, um diesen kleinen Satelliten in den Orbit zu schieben. Sowas von völlig ausreichend. So, und jetzt gucken wir mal, wie lange wir brauchen, um die hier zu bauen. Die braucht 89 Tage. Und jetzt müssen wir mal aufpassen, dass uns nicht nochmal der Vertrag durch die Finger flutscht, weil dann sind wir pleite. Das wäre nicht so gut. Wir haben dafür Zeit 729 Tage. Das sollte hinhauen. Ich bin unbesorgt. So. Gut, das heißt, wir nehmen uns jetzt die Zeit, um mal die Rakete fertig zu bauen. Und nebenbei können wir zum Glück auch ein bisschen Forschung betreiben. Zack, da wird nämlich Basic Construction auch mal fertig. So, und jetzt würde ich sagen, sollten wir langsam in Richtung Survivability gehen. Das ist zwar relativ teuer und wird eine Weile dauern, aber hier sind die Hitzeschilde drin. Und so ein Hitzeschild hilft halt enorm, wenn wir auch mal mit Kerbals jetzt arbeiten wollen. Denn wir möchten gerne irgendwann mal auch zurückkommen. Und eins weiter ist dann auch die erste Kapsel zu haben. Da müssen wir aber vorher Basic Avionics uns noch holen. Ah, wir könnten jetzt zwischendurch mal Basic Avionics schon mal durchexerzieren. Und dann kommen die Stability Early Probes. Was müssen wir denn alles machen?
Stability Early Probes. Okay, ich glaube, da machen wir erstmal Basic Avionics, weil wegen nur 5 Wissenschaftspunkte. Dann ist das nämlich auch grob fertig, wenn wir mit der Rakete fertig sind. Grob. Zack. So. Und dann fangen wir jetzt mal an mit, ich glaube wirklich mit Survivability. Lasst uns Survivability researchen, auch wenn das eine Weile dauert. Ich guck mal, was unsere Upgrades sagen, ob wir die Forschungsarbeit ein bisschen beschleunigen können. Ja, können wir. Das werde ich jetzt auch mal hier reinstecken, um das deutlich unter ein Jahr zu heben. So, und wir machen uns jetzt daran, das zu tun, was wir eigentlich die ganze Zeit tun wollten. Habe ich die nicht in Bau gegeben? Ah! Wir tüdeln hier die Zeit runter und ich habe die Rakete gar nicht in Bau gegeben. Warum sagt denn keiner was? Ich habe nur geguckt, wie lange sie braucht. Aber gebaut habe ich sie nicht. So, ist das die richtige? Ja. Zack, zack. Bauen. Dankeschön. Jetzt müssen wir nur aufpassen, ich habe das Staging gerade wieder versaut. So. Gut. Gut, gut, gut. So kann man natürlich auch Zeit verdüdeln. Was hat man gesagt? 57 war der erste Sputnik. Also wir sind immer noch 2 Jahre davor. Sieht also alles gar nicht schlecht aus vom zeitlichen her. Wenn wir es jetzt mal schaffen. Beziehungsweise eigentlich haben wir es ja schon geschafft. Wir müssen es jetzt nur noch mal für den Vertrag machen. So, jetzt noch ein bisschen heller. Wird das gerade. Das ist gerade Sonnenuntergang. Ah, wir starten jetzt einfach im Sonnenuntergang. Einfach nur, weil es geht. So. So. Jetzt einmal dran denken, das Fairing gerade zu rücken. Damit wir das nicht beim Start direkt wegsprengen. Das wäre ein bisschen peinlich. Schwuppdiwuppdiwupp. Und zwar hätten wir es gerne dahin. So, wir sind selbstsicher geworden. Wir starten im Sonnenuntergang. Einfach nur, weil wir es können. Und jetzt geht's los, würde ich sagen. Triebwerk gezündet. Und wir haben Vollschub und geben der Rakete den Start frei. Und wir sind unterwegs, um unsere Mission jetzt auch zu erledigen und nicht nur den Orbit zu schaffen. So, wir haben genug Delta-V im Gepäck, dass wir das eigentlich schaffen sollten, ohne größere Probleme. Jetzt schauen wir mal, ob nicht sogar die Rakete ohne unser Zutun. Ne, die hat ein bisschen zu viel Drall nach unten. Gerade gucken, ob sie den Gravity Turn auch ohne mich schafft, aber das ist ein bisschen zu viel, was sie da kriegt. Ein bisschen zu viel Schwung nach unten. Gut, dann machen wir den selber. Sehr schön. Nutzen das einfach mal, um im Aufstieg unseren Gravity Turn zu üben. Ich finde, dass der letzte gar nicht schlecht war. Der war eigentlich schon relativ okay. Von der Neigung her. Mittlerweile klappt das auch ganz gut, so auf grob 30 Kilometer Höhe die 45 Grad getroffen zu haben. Und dann können wir eigentlich direkt weiter drehen. Und uns langsam aber sicher auf eine flache Bahn bewegen. So. Das sieht doch ganz gut aus. Gut. Haben wir ein Launch a new vessel haben wir gewertet gekriegt. Uncrewed haben wir gewertet gekriegt. Dann heißt es jetzt nur noch ab in den Orbit und Science-Daten übertragen.
So, 150 Kilometer sind geknackt. Das heißt, ab jetzt geht es nur noch ums blanke Überleben. Nein, um Orbit geht es jetzt noch. So, Fairing Separation. Dann kommt Booster Separation. Und diesmal ist das Triebwerk auch sofort sauber durchgezündet. Sehr schön. Okay, und wir sind unterwegs in Richtung Orbit mal wieder. Ja, jetzt heißt es abwarten. Und zwar genau genommen 3 Minuten 50 maximal. Spätestens dann sollten wir hoffentlich im Orbit sein, weil dann ist unser Treibstoff alle. Und die nächste Stufe haben wir weggebaut. Haben wir die nächste Stufe? Ne, da ist doch schon wieder... Ist da immer noch ein Baby Sergeant drauf? Ich vergesse, den Baby Sergeant wegzubauen? Tatsächlich. Naja, gut. Ich glaube aber nicht, dass wir ihn brauchen werden. Aber wir haben Reserven. Und zwar 2045 Delta V an Reserve. Notfalls, wenn wir unbedingt noch in den Orbit kommen müssen. Aber ich denke, wir schaffen das mit dieser Stage locker. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. So. Und ihr sollt euch nicht streiten darüber, ob man das per Mech-Jab macht oder per Hand macht, seinen Gravity-Turn. Am Ende des Tages soll jeder KSP so spielen, wie es ihm Spaß macht. Und das ist die Hauptsache. Da gibt es kein richtig oder falsch. Wenn jemand meint, er muss senkrecht nach oben fliegen, dann per Hand einen 90-Grad-Turn machen und in Orbit fliegen, das funktioniert für ihn. Um Himmels Willen. Dann ist das halt so. Auch mir rollen sich da die Zehennägel hoch, aber weil ich es halt anders mache. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz viele Leute, die meine Gravity-Turns sehen und was ich so zusammenfliege, da sich auch innerlich die Gedärme auflösen. Das ist einfach so. Jeder hat seinen eigenen Stil und seine eigene Art und Weise, das zu machen. Und ich finde, da gibt es kein richtig oder falsch. Das ist, ich sag mal, das ist wie Musikgeschmack. Den hat man halt einfach und der ist unterschiedlich und das ist auch okay so. Ja, also klar gibt es das eine mathematische richtig, aber Leute, es ist ein Spiel. Am Ende des Tages ist es ein Spiel und Spiele spielt man, um Spaß dran zu haben. Trifft übrigens auch auf Alkohol zu. Hoffe ich zumindest. Trinkt man auch, um Spaß dran zu haben. Oder Freude oder Geschmack oder was auch immer. Habe ich nicht eine schöne Sonne installiert? Eine wundervolle Sonne. Warum ich nicht Mech-Jab prograden lasse? Weil ich persönlich Spaß dran habe, das selber zu fliegen, solange ich es muss. Aber das kann man auch anders sehen. Ich habe auch eine Zeit lang mal Mech-Jab für sowas benutzt. Irgendwann habe ich mich entschieden, dass ich für mich komplett auf Kerbal Engineer umgestiegen bin, einfach weil ich für mich sage, ich möchte das gerne per Hand fliegen. Ich habe einfach auch gedacht, oh, der 25.000. Gravity-Turn. Aber irgendwann habe ich Gefallen dran gefunden und habe halt für mich gesagt, ich mache das jetzt halt so. Und habe das einfach für mich entschieden. Ich würde jetzt aber niemals sagen, dass jemand, der Mech-Jab benutzt, irgendwie cheatet oder sonst irgendwas. Letztendlich hat er genauso eine funktionierende Rakete gebaut. Und hat die halt so optimiert, dass sie mit Mech-Jab ideal fliegt. Ne? Also am Ende des Tages gehüpft wie gesprungen. So. Wir sind mittlerweile schon so weit, dass wir die Apoapsis vor uns herschieben. Das heißt, wir sind definitiv vom Gravity Turn ein bisschen sauberer gewesen und wir haben natürlich auch ein bisschen Gewicht reduziert. Und meine Kollegen im Hintergrund trinken natürlich kein Bier, die müssen ja hier die ganzen Werte da eingeben. Ne? Die sitzen die ganze Zeit da und hacken das alles ein, damit ihr hier aktualisierte Werte von der Rakete bekommt. Irgendwer muss ja hier auch arbeiten und damit die Zahlen stimmen, dürfen die natürlich nichts trinken. Um Himmels Willen, wo kämen wir da hin? Wo kämen wir da hin, wenn die anfangen würden, Alkohol zu trinken? Gut, ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt noch 1000 und ein bisschen. Da kommt der Orbit und wir sind safe, was das angeht. Also, locker aus dem Handgelenk. Da können wir uns jetzt, glaube ich, auch mal den Antrieb abschalten. Das ist durch, das Thema. So, wir haben den Orbit entsprechend erreicht. Das heißt, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist irgendeine lächerliche Art von Wissenschaftsdaten nach Hause funken. Tschatsching! Mission erledigt. So. Endlich gibt es hier mal Kohle aufs Konto. Sagenhafte 75.000. Aber vor allen Dingen haben wir den Reputationsverlust davon, dass wir die Mission versaut haben, wieder gut gemacht. So.
Und ich würde sagen, jetzt können wir hier mal ganz gemütlich den hier decoupeln. So. Und jetzt können wir theoretisch noch mit einem der Satelliten mal ein bisschen Science-Punkte einsammeln. Das würde sich eigentlich anbieten. Und dann natürlich neue Missionen machen. Gut. Gut, gut, gut. Aber erstmal zu den guten Sachen. Wir haben es geschafft, in den Orbit zu kommen. Ach, guck mal da. Recover a craft from orbital velocity descent. Reach orbital space speed and return safely to Earth. Okay, da haben wir noch nicht die Vorausbedingungen dafür. Uns fehlt nämlich ein Hitzeschild, um das zurückzubekommen, beziehungsweise eine Kapsel, die einen eigenen Hitzeschild hat. Ich würde aber sagen, wir können mal den Past the Common Line Crude machen. Da bin ich ziemlich zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Und der ist nämlich auch schon mal mit relativ viel Reputation versehen, sodass es mehr Aufträge gibt. Und dann haben wir noch lustige Flieg schon mal zum Mond-Dinger. Ich bin mir nicht sicher, ob es soweit schon ist, dass wir da die richtigen Probes für haben, aber das gucken wir uns gleich noch an. Jetzt sammeln wir erstmal ein bisschen Wissenschaftsdaten kurz mit einem Satelliten von unseren beiden. Ich würde mal sagen, wir nehmen den 1A, der ist gerade über Australien. Das sieht doch gut aus. Dann können wir mal. Können wir mal ein bisschen Wissenschaftspunkte einsammeln, hoffe ich zumindest. Analyze Telemetry. Ja. Deserts. Ah ja, stimmt. Das ist nicht ganz eine Falschaussage. Radiation Data. Zack, 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 zack. Wie viel Strom haben wir in dem Teil noch drin? Oh ja, das reicht noch eine Weile. So, wir haben hier übrigens ungefähr 1 Million Rekorde gebrochen, logischerweise. Das ist eigentlich ein gutes Argument, ne? Zu sagen, wir könnten einen von denen in den High Orbit verlegen. Ja, lasst uns das tun. Warum denn nicht? Wenn wir schon Satelliten haben, über die wir die völlige Kontrolle haben, warum nicht sie in den High Orbit verlegen? Ich meine, wir haben noch einen anderen für den Low Orbit. Ich muss ihn jetzt nur irgendwie rübergeschoben bekommen. Was gar nicht so einfach ist, wenn man sich die ganze Zeit im Kreis dreht. Theoretisch müsste sich das Problem ja von selbst erledigen irgendwann, oder? Dass da Prograde draus wird. Ist hier was Neues? No. Water. Gut. Immer noch Water. So, jetzt kommen irgendwelche anderen Sachen. Das könnten mal Mountains sein, wenn wir Glück haben. Grasslands. Jetzt vielleicht. Grasslands. Hier? Nö. Hier ist alles Gras. Ah, Shores. Sehr schön. Shores. Da war es schon wieder Water. Das müssen wir unbedingt für die Zukunft mit einer Action Group belegen. So, wir sind jetzt fast im Bereich. Oh Gott, bitte, komm. Gib mir grob zumindest ein Prograde. On. Ja, das reicht mir, glaube ich, von der Genauigkeit her.
So, dann lasst uns einmal in den High Orbit düdeln. Hui, das sollte richtig high werden vom Orbit her. Oh ja, ich glaube, wir sind über die Mondumlaufbahn schon raus, oder? Ne, nicht ganz. Okay. Ah, es sollte aber auf jeden Fall als High Orbit über der Erde zählen. Gut, dann let's go into the High Orbit. Ab wann zählt er eigentlich als High? Just above. Ist jetzt soweit? Just above. Hui. So, jetzt aber hoffentlich. Immer noch nicht. Ab welcher Höhe ist denn hier High Above Earth? Meine Güte. Wir sind so weit schon. So meine Erwartungshaltung wäre, dass spätestens jetzt aber mal irgendwann High Above Earth ist, oder? Nein, ist es nicht. So. Viel mehr gibt es bald nicht mehr. Yes. Okay. Rausgefunkt. Temperaturdaten rausgefunkt. Das sind sogar richtig gute Science-Daten mit 6.0. Rausgefunkt. So, sehr schön. Das hat uns dann auch ordentlich Science gebracht. Gut, ich glaube, jetzt sollten wir uns dann aber mal mit dem ganzen Thema bemannter Flug über die Kármán-Linie beschäftigen. Und ich glaube, wir können das ganz einfach machen im ersten Schwung. Ich würde so dieses, ich sag mal, Redstone-Prinzip nehmen. Das heißt, wir nehmen eine Rakete mit einer Kapsel oben drauf. Und ich glaube, kapselmäßig, das Beste, was wir momentan bieten können, ist wahrscheinlich hier dieses lustige Cockpit. Da machen wir uns einen Fallschirm ran. Ach, guck mal. Mini-Parachutes. Oh, die sehen aber sehr mini aus. Müssen wir mal gucken, ob die ausreichen. So mini sollen die sein. Schauen wir mal, ob das reicht. Wir können das ja simulieren. Und dahinter kommt ein Decoupler und dann machen wir eine Rakete drunter. Mehr würde ich da jetzt gar nicht groß machen wegen. Da müssen wir einmal gucken, wie viel Treibstoff wir wirklich brauchen, um in die entsprechende Höhe zu kommen. Wir müssen ja nur auf 100 Kilometer erstmal gehen. Wir werden sehen. Und der Huggemind ist jetzt auch ein Carbonaut. Danke fürs Follow, Huggemind, und viel Spaß beim Zuschauen. So, wir nehmen mal, weiß ich nicht, 7 Meter Rakete, wird hoffentlich reichen. Und der, oh Gott, Tigrisku? 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 Exil ist auch ein Follow jetzt. Ich hoffe, ich habe den Namen irgendwie halbwegs so hinbekommen, wie er ausgesprochen werden soll. So, und jetzt können wir hier, glaube ich, irgendein Billo-Triebwerk nehmen. Irgendwas Billiges, Lächerliches, Russisches. War gar nicht so falsch, die Vermutung, dass das sehr billig sein wird, das Russische. Ja, zack. Gut, dann schauen wir mal, was die Delta V's da zu diesem Raumschiff sagen, wenn wir da Treibstoff reinfüllen. 3800 Delta V, ich glaube, das reicht, damit wir auf 100 Kilometer Höhe kommen. Pack's mal sicherheitshalber bis zum Hals voll. Und wir machen jetzt da schön die Redstone-Streifen drauf, einfach nur, weil es geht. Und machen kleine Flügelchen ran, dass das noch ein bisschen redstoniger aussieht. Ich glaube, die hatte Flügelchen. Aber sieht doof aus, wenn wir sie aufs Weiß machen. Wir machen sie aufs Schwarz. Zack. Und dann haben wir noch die Redstone-Launch-Clamp. Also hier wird alles völlig original gemacht.
Schöner Kommentar, Dralo. Ich hoffe, dass es nicht so ist, aber deshalb simulieren wir das ja einmal. Die sind tatsächlich sehr, sehr klein, die Mini-Chutes. Ich bin skeptisch, ob die es tun werden. Aber warum tue ich die da eigentlich ran? Ich habe. Obwohl, doch, ja, meine Überlegung war, die Mini-Chutes nämlich zu nutzen als Drog-Chutes, die wir irgendwie so auf. Zack. Auf, ich weiß es nicht. 30 Kilometer vorzünden und dann auf 5000 Meter in den Full Deploy schicken. Apply, apply. Zack. So, das wäre nämlich meine Überlegung. Einfach zu sagen. Wartet mal, ist nicht Kevlar auch noch mal deutlich? Ja. Choose Material, Apply Settings, Apply to Symmetry Counterparts. So, das heißt, wir haben jetzt Drogshoots, die wir auf 30, ja, vielleicht ist 30 sogar ein bisschen tief, lass mal 40 Kilometer Höhe rausziehen können, damit wir nicht so schnell werden. Und hier machen wir einfach den Main Shoot und den ziehen wir auf Altitude und um Himmels Willen nicht auf 30.000. Da gehen wir mal so auf 5000 Meter Höhe in Pre-Deploy und können auf 300 Meter Höhe in den Full Deploy gehen. Das wäre jetzt mal, zack, meine Vermutung zu dem Thema. So, den lassen wir auf 700. Weiß nicht, warum es da zwei gibt. Secondary Shoot, Main Shoot. Ja, Secondary Shoot ist super. So. Gut. So viel erstmal dazu und wir testen das jetzt einmal. Barry O'Brien hat sich freiwillig gemeldet, um das zu tun. Zumindest im Simulator. Habe ich denn überhaupt schon eine Redstone Engine? Nö, ne? Nee, Redstone ist natürlich nicht mit einer mit einer russischen Engine geflogen. Ich weiß gar nicht, was hatte der, die L irgendwas? Aber ist jetzt egal. Ich wollte was Billiges haben. Atlas. Nee. Torable. Atlas. Vanguards. Tja, wer weiß. Wer weiß. So. Ach ja, stimmt, da ist sie. Die Redstone Engine. 300 Meter ist wirklich knapp. Ja, wir werden sehen, ob 300 Meter ein bisschen knapp ist. Ich habe ja einen Secondary Shoot, den ich. Also, da sind ja zwei Fallschirme drin im Ding. Und ich habe einen Secondary Shoot, den ich vorher schon auf 700 Meter in Full Deploy schicke. Also, theoretisch müsste es klappen. Aber nicht nervös werden, Freunde. Wir werden das in Ruhe testen. Zack, mit einer knackigen kleinen Simulation, damit wir hier nicht direkt den armen Barry O'Brien umbringen. Mal gucken. Mal gucken. Aber ich bin auch oh super. Es ist auch überhaupt nicht dunkel. Aber wir müssen das jetzt mal testen, weil kostet alles Geld. Ich kann die. Wenn ich die Simulation jetzt vorlaufen lasse, dann bin ich pleite wahrscheinlich. Das heißt, wir testen jetzt bei Nacht. So, Schub kommt, dann kommt auch ein bisschen Licht. Und das sieht gar nicht schlecht aus. Das ist ziemlich schnell. So, und wir wollen die Apoapsis auf 100 Kilometer bringen. Das ist unser Ziel für heute. Und sollte die Rakete noch Treibstoff haben an dem Punkt, dann werden wir sie natürlich abschalten, weil wir haben kein Hitzeschild. Also wir sollten auf jeden Fall nicht deutlich drüber gehen. Ich werde ein bisschen drüber gehen müssen. Einfach weil wir natürlich. Oh, okay, die ist gekippt aus irgendeinem Grund. Mist. Ich glaube, dass das die Fallschirme waren. Ja. Die Fallschirme sind wahrscheinlich mein aerodynamisches Problem. Die Drogshoots. Glaube ich zumindest. Glaube ich zumindest. So.
Das war nicht ganz gleichmäßig, der Spaß. Dann haben wir uns plötzlich überschlagen. Gut. Zweiter Anlauf. Triebwerk läuft und Feuer frei. So, bis hierhin eigentlich alles ganz gut. Ich weiß gar nicht, mehr Glücksfossen. Wir haben eigentlich Drag hinten dran an der Maschine. Vielleicht ist es tatsächlich zu wenig Drag, aber eigentlich. Ja, wir kommen ins Trudeln. Shit. Okay. Also die funktioniert so nicht, weil sie vorne zu viel Drag bekommt. Dann muss es tatsächlich entweder weniger Schub oder mehr Drag nach hinten. Ich würde jetzt tendenziell eher sagen weniger Schub. Ich gucke mal, ob ich ein bisschen was Schwächeres finde. So, wir haben jetzt hier dieses russische Monster-Ding mit 307 Kilonewton. 395 Kilonewton ist nicht spannend. Zwingend besser. Ba, 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 ba. Können wir vielleicht einfach unser gutes, altes, erprobtes X405 X-4, ne, das ist da ist es. 134, das ist vielleicht gar nicht falsch. Dass wir einfach den Schub ein bisschen reduzieren, dass wir nicht so schnell werden. Und lieber gleichmäßig raus beschleunigen. So. Der billige Russentank ist einfach der billige Russen Antrieb. Ist einfach zu schnell. So, 1,4 Thrust-Weight-Ratio, das sieht schon ein bisschen besser aus. Ja. Ist mein Discord-Link vom Nightbot kaputt gegangen? Ich habe versucht, dann. Wartet mal kurz. Ein Alias draufzusetzen. Das hat scheinbar nicht so richtig gut funktioniert, ne? Gib mir einen kurzen Moment. Ich repariere das mal, dass das Discord-Befehlchen wieder funktioniert. Zack. So, jetzt sollte auch das Discord-Command wieder funktionieren. Und wir testen dann nochmal diese Rakete hier. Mit einer Simulation. Gut, also gerade bei bemannten Flügen natürlich Simulation nicht ganz unwichtig. Sonst würde das viele arme Kerbals das Leben kosten. Viele, viele wirklich arme Kerbals. Das muss ja nicht sein. Das muss ja nicht sein. So, zack, das passt. Triebwerk an. Wir sind auf Schub und los geht's. Mal gucken, wie es mit der Kiste funktioniert, weil durch die etwas geringere Thrust-Weight-Ratio müssten wir jetzt eigentlich nicht mehr ganz so schnell auf Touren kommen, weil das ist jetzt ungefähr ein Drittel der Leistung von dem, was das andere Triebwerk hatte. Von den reinen Kilonewton her. Und das müsste eigentlich heißen, dass es uns erst auf eine Geschwindigkeit bringt, die wirklich gefährlich wird für uns oder die so viel atmosphärischen Druck bekommt, wenn wir schon längst in dünneren Atmosphärenschichten sind, weil wir eben gleichmäßiger hochsteigen. Das ist jetzt zumindest so meine Theorie dahinter. So. Wir werden mal sehen, ob es auch funktioniert, so wie ich mir das denke. Und der Beatbox-Bosse hat 10 Euro gespendet. Vielen lieben Dank und ich hoffe, du genießt weiterhin die Show. Und ja, vielen Dank für die Spende. Das ist ja heute hier. Mensch, kann mir noch mehr Bier kaufen.
So, ich sollte wohl öfter Real Solar System streamen. Guck mal, hier sieht man sogar die kleinen Abgasverbrennungs-Nebendüsen-Zünd-irgendwas. Kackzeugs. So, das sieht gut aus. Ich glaube, über den kritischen Punkt sind wir schon rüber. Jetzt müssen wir halt aufpassen, dass wir mit der Apoapsis nicht zu hoch kommen. Um das vorhin, ich wollte es gerade ausführen, als mir die Rakete in der Mitte durchgebrochen ist. Ich werde ein bisschen über die 100 Kilometer rüber gehen, weil wir durch die Atmosphäre noch aufsteigen und dadurch mit großer Wahrscheinlichkeit auch noch mal ein bisschen zurücksinken von der Apoapsis. Also ich gehe mal so auf 110 um und bei. Ist ja jetzt extra dafür ein Testflug. Weil ich denke mal, 110 sollte passen, dass wir nicht zurückfallen. Also nicht so weit zurückfallen. Zack. So. Mal gucken, wie es funktioniert. So, ich soll mal Licht anmachen, weil der Greenscreen nicht mehr funktioniert. Ich habe schon Licht an, tatsächlich. Ich habe tatsächlich schon Licht an. Das muss ich mir jetzt mal angucken, selber auch. Ich lasse euch mal hier fliegen, wie das mit dem Greenscreen gerade ist. Oh ja. Das sieht nicht gut aus. Ah, ich guck mal kurz in den Facecam-Einstellungen. Zack. Zack. Das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Ich glaube, ich muss da ein bisschen die Belichtung hochdrehen, aber das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil die Ausleuchtung nicht stark genug ist. So müsste es hoffentlich halbwegs gehen. So. So. Besser wieder? Ich hoffe besser, oder? Jetzt ist es heller. So. Gut. Schwupp. Ich mache hier mal wieder das Bild ordentlich. Vielleicht passt das ja auch so. Ich muss halt mal gucken. Das ist so dieser Unterschied zwischen Tageslicht und künstlichem Tageslicht ist halt schon irgendwie anders. Gut, wir haben es auf 100 Kilometer geschafft. Das heißt, das funktioniert schon mal. Jetzt kommt natürlich der spannende Teil. Was passiert auf dem Rückweg? Ich mache jetzt einfach mal den Parachute scharf. Das sollte ja alles richtig eingestellt sein. Ich gucke sicherheitshalber nochmal nach. Bist halt ein wenig grün geworden. Ja, ich habe jetzt kein Feintuning gemacht. Ich habe jetzt erstmal das schnell eingestellt, dass das ein bisschen funktioniert. Und vielleicht ist mir auch schlecht. Alter, Pre-Deployment 30. Was für Werte hat der übernommen? Das ist viel zu hoch. Da gehe ich natürlich drauf. Ja, so mache, sag mal so 4 Kilometer und den Hauptschirm auf 300. Und das ist jetzt der Hauptschirm, oder? Main Shoot, ja. So, Secondary Shoot, den werden wir ein bisschen höher deployen, damit er schon mal bremsen kann und der kommt dann auch schon auf 1000 Meter raus. Close. Toggle Info, ich gucke nochmal nach, ob er das auch ja übernommen hat. Das sieht gut aus. So, ein Ork, ein Kerbel. Ich hoffe, ein Kerbel und kein Ork. Ork fände ich echt unfreundlich. So als, du bist jetzt ein Ork. Hallo, Freunde, habt ihr mal gesehen, wie Orks aussehen? Ein Körb-Org. Ich lasse das mal fallen und spiele währenddessen an der Facecam rum. So. Eigenschaften. Ba, 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 ba. Nicht Eigenschaften, sondern. Doch, Eigenschaften. Nee. Doch. Ah. Eigenschaften konfigurieren, genau. Zack. Ist halt jetzt irgendwie. Da jetzt so das neue Mittel zu finden, ist natürlich nicht ganz einfach, Freunde. So auf die Schnelle. Das spricht natürlich irgendwann mal mein T-Shirt drauf an, ne? Ich werde durch, ich werde zum Geist. Gott.
Guck mal, ich werde echt durchsichtig. Man kann den Tisch durch mich durchsehen. Das ist lustig. Oh, jetzt wird's spannend. So, ich lasse das jetzt mal so. Okay, ich bin nicht verglüht. Ich bin tatsächlich nicht verglüht, so wie es aussieht. Das ist doch schon mal viel wert. Wenn das jetzt noch mit den Fallschirmen klappt, aber die sind auch nicht mehr rot, dann können wir das so starten und damit die Kerman-Line knacken. So, der Secondary Chute ist draußen und bremst auch schon ganz gut vor. So, jetzt mal gucken, ob man noch irgendwas erkennen kann. Wann jetzt der zweite ist auch raus. Und ja, es regnet bei mir. Das hört man immer recht gut, denke ich mal, weil das immer schön prasselt oben da. Wir kommen auf 3 Meter runter. Alles klar. Dann können wir die Simulation hier beenden. Das Produkt ist so gekauft. Das machen wir so. Damit kriegen wir die Kerman-Line geknackt. So, das nervt mich jetzt ein bisschen mit dem Greenscreen, muss ich ehrlich sagen. Mal gucken, ob wir das irgendwie noch anders ausgesteuert bekommen, bevor wir hier weitermachen, weil so halb durchsichtig ist auch irgendwie komisch. Ba, 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 ba. So, jetzt bin ich weg. Da, da, da. Ich krieg's vom T-Shirt nicht runter, ne? Grau ist vielleicht auch nicht die schönste Variante gewesen. Durchsichtig. So, zack. Eigenschaften. Düt, ja, ich glaube im Moment ist es tatsächlich all or nothing irgendwie. Ich muss da, glaube ich, noch mal an den Einstellungen im kompletten Kunstlicht-Setting arbeiten. Gut, ist jetzt halt so, wa? Weil ich kann entweder machen, dass es das T-Shirt mit erfasst, oder ich kann machen, dass es gar nicht mehr funktioniert. Das ist natürlich nicht ideal, aber es ist jetzt einfach so. Also ignoriert einfach, dass ich keinen Körper habe. Heute wird hier mal aus geisterhafter Perspektive gesteuert. So, Staging ist soweit okay. Das hier kann alles weg. Zack, 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 zack. So, Staging passte so. Das Einzige, was mich jetzt noch ein bisschen gewundert hat, ist, dass hier eigentlich was anderes eingestellt war. Keine Ahnung, er hat es irgendwie wieder gekillt. Erinnert mich bitte dran, wenn wir nachher den scharfen Flug machen, dass ich das unbedingt kontrolliere. Weil wenn das sich wieder zurückstellt, auf 30 Kilometer reißen uns die Dinger garantiert ab. Da bin ich ziemlich, ziemlich sicher. So. Ups, so. Apply. Gut. Gut, gut, gut. Dann hauen wir das in den Bau. Der ganze Spaß wird 43 Tage dauern. Ja, Staging passt auch. Staging passt auch. Sehr schön. Oh, mein Gesicht wird auch langsam durchsichtig. Vielleicht können wir das mit etwas mehr Licht bekämpfen. Ah, Gott, oh Gott. Mal gucken, ob das irgendwie ein bisschen hilft. Ein bisschen mehr vernünftiges Licht reinzubringen.
Naja, das ist zumindest besser als nix. Gut. Gut, 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 gut. Wir haben Zeit zu verdüdeln. Nämlich erstmal muss das Launchpad reconditioned werden. Und dann bauen wir unsere Redstone. Innerhalb von 42 Tagen. Währenddessen arbeiten wir an der Survivability. Die wird natürlich die Grundlage, dass wir irgendwann mal von der Redstone wegkommen. Und wirklich in Orbit fliegen können. Aber dafür brauchen wir Hitzeschilde, weil das wird wahrscheinlich. Oder zumindest diese Kapsel, die ein Hitzeschild mit dran hat. Weil die Standard. Oh, sehr schön. Genau im Sonnenaufgang rausgerollt. So. Gut. Ja, der Barry hat's getestet. Der Barry darf's auch machen. Launch. So, und ich werde jetzt was ganz Einfaches machen. Habe ich mir gerade mal überlegt. Zack. Schwupp. Dann haben wir das Problem erstmal nicht mehr. Und ich gucke mal, dass ich das noch ordentlich konfiguriert kriege. Und wir rocken jetzt einfach die letzte Stunde ohne Facecam durch. Das kriegen wir auch mal hin. Weil das sieht einfach komisch aus und irgendwie irritierend. Deshalb nehmen wir das jetzt einfach mal raus. So, der gute Barry steht bereit, um neue Welten zu entdecken, die Kármán-Linie zu überschreiten und vielleicht auch mit der Enterprise zu fliegen. Triebwerk läuft und wir haben Liftoff. So, das ist jetzt ein relativ einfacher Flug, eine relativ einfache Mission. Der gute Mann muss einfach geradeaus nach oben fliegen. Und wir müssen rechtzeitig das Triebwerk abschalten. Das ist so unsere Hauptmission. Währenddessen werden wir ganz viele Crewed-Rekorde wahrscheinlich knacken, weil wir noch. Sind wir überhaupt doch. Wir sind einmal schon Crewed geflogen und zwar in den Überschallbereich. Das heißt, am Anfang wird es noch ruhig bleiben, aber sobald wir ein bisschen Höhe gewinnen und Geschwindigkeit gewinnen, dann sollte es langsam werden. Sollte es hoffentlich langsam werden. Hoffe ich. Schauen wir mal. So, wir gewinnen an Höhe. Rakete ist soweit erstmal stabil. Ich werde währenddessen mal hier schon mal die Info mir angucken, ob er das Zeug wieder resettet hat. Ne, diesmal hat er es übernommen. Gut für ihn. Sehr gut für ihn. Sehr schön. Na, wenn das hier so weiterläuft, werden wir es ja heute vielleicht noch fast in den bemannten Orbit schaffen, oder? Naja, wollen wir nicht zu schnell spekulieren, aber was auf jeden Fall gerade in greifbare Nähe rückt, ist, dass wir das erste Mal mit einem Kerbal ins Weltall vordringen. 15 Kilometer Crewed, genau. Jetzt kommen die ganzen Crewed-Rekorde, nur wir werden uns jetzt mal darauf beschränken, aufzupassen erstmal. Dass wir die Apoapsis nicht überschreiten, weil ich weiß nicht, wie viel Toleranz wir haben auf der Rakete. Ich möchte nicht riskieren, dass wir den Kerbal verbrennen. Also bei ungefähr 110 machen wir aus. Das hat ganz gut funktioniert. Ah, warum? Hallo? Ach Gott. Über den MechJab-Fenstern ist irgendwie immer die Kontrolle weg. Das foppt mich jedes Mal wieder. Jetzt sind wir bei 118. Ich hoffe, dass es das nicht in den kritischen Bereich bringt. So, ganz viele Crewed Altitude Records mit den entsprechenden Reputationspunkten. Das ist eine schöne Sache. Das heißt, wir werden uns jetzt mal von unserer Stage hier trennen und harren der Dinge, die da kommen. Das heißt, wir driften jetzt erstmal nach oben auf unsere Höhe. Das sollte locker klappen, weil wir diesmal höher gegangen sind. Als beim letzten Mal. So, 90 Kilometer, 80 Kilometer, 70 Kilometer. Ich denke mal, den 100 Kilometer kriegen wir noch. Jawohl. Und dann sollte es erstmal aufhören mit Erfolge regnen. Vielleicht kriegen wir beim Wiedereintritt noch einen neuen Geschwindigkeitsrekord drauf. Auf jeden Fall kriegen wir aber die Kármán Line hin, wenn wir in einem Stück zurückschauen. Ich hatte eigentlich schon geguckt, ob die Fallschirme gut eingestellt sind. Eben waren sie es noch. Ja, alles in Butter. 7000 und
4000. Alles gut. Jetzt müssen wir sie nur noch scharf machen. Das ist jetzt auch passiert. Ja, und jetzt hoffen wir mal, dass diese 5-6 Kilometer mehr den guten Barry nicht in Bedrängnis bringen. Und dann sieht es eigentlich gut aus. Ach, wir könnten mal, fällt mir gerade mal ein, wir haben auch hier ein neues Experiment mit dabei. Das können wir mal nebenbei machen. Jetzt haben wir schon mal das High Over. Dann können wir gleich noch das Low machen und dann müssen wir das nächste, also gut, das nächste Mal, es gibt jetzt noch, wir müssen halt noch eins machen, wenn wir in den Weltraum hochkommen. Falls wir dann mal im Weltraum ankommen, bemannt. So, jetzt sind wir unter 50 Kilometer, das heißt, es sollte... Ah, stimmt, den habe ich schon mal gemacht, wahrscheinlich mit der X-103. Sieht nach GeForce tot aus, ja, warten wir mal, mal gucken. Mal gucken. Schön ist nicht. Aber. Ja, kurz vorm roten Bereich hat er sich gefangen. Alles gut. Wir verglühen nicht und er wird sich wohl auch nicht. Ja, die GeForce ist. Also schön ist anders. Da können wir uns drauf einigen. Ich würde nicht Geld dafür bezahlen, um diesen G-Kräften ausgesetzt zu werden. Das ist sicherlich unangenehm, aber er war nicht tot. Er war so bei, er hat einmal kurz bei 9 abgeklatscht und dann hat er sich dazu entschieden, langsam wieder zu sinken. Ist also alles gut. Ja, das ist auf jeden Fall noch survivable. Vor allen Dingen war sie nur sehr kurz, die G-Kraftbelastung. Also wenn wir das jetzt irgendwie, wenn wir die 9 G eine halbe Stunde aufrechterhalten hätten, dann hätte das schon mal anders ausgesehen. Aber das ist ja nicht passiert. So, ich timewarp uns jetzt mal, weil das Schlimmste scheint durch zu sein. In den Deploy-Radius. Jetzt müsste bei 7000 Meter müsste gleich der Secondary-Shoot rauskommen. Und uns schon mal ein bisschen vorbremsen. Der ist auch ein bisschen kleiner als der Main-Shoot. Also irgendwie haben sie den auch umgemodelt. Oder ich habe das nicht gemerkt, dass sich der Stack-Parachute mal geändert hat bei... Realshoot. Ich benutze Realshoot echt schon lange, aber ich habe immer gedacht, das sind zwei gleiche. Zumindest kam es mir immer so vor. So, das sieht gut aus und jetzt gehen wir schon mal ein bisschen auf 70 Meter runtergebremst. Also doch deutlich langsamer als vorher. Auf den nächsten Deploy des nächsten Fallschirms. So haben wir halt kleinere Schritte auch von der G-Belastung. Natürlich und bringen uns nicht direkt um, indem wir die, also der klassische Kerbal Space Program Weg ist ja raus mit den Fallschirmen, alle gleichzeitig auf Voll Deploy, aus irgendwie 500 Metern pro Sekunde direkt in den Full Deploy auf 5 Meter pro Sekunde, was im Regelfall dafür sorgt, dass du einfach in der Kapsel drin einen Haufen Leute mit einem gebrochenen Genick wiederfindest oder zerquetschten Rippen, weil es die Leute zu Moos verarbeitet dabei. Ja. Ja, aber der Greenscreen von Barry scheint zu funktionieren, ja. Das ist richtig. Der Barry wird aber mit A geschrieben. Er ist keine Beere, er ist der Barry. So, dann gehen wir mal runter zum Full Deploy. Auf 700 Meter gibt es den ersten Full Deploy. Mal gucken, wie hoch da die G-Belastung ist. Das sah aber auch gut aus, das waren 2-3 G maximal. Und dann gibt es auf 300 Meter den nächsten, aber ich glaube... Ich glaube, das wird nicht mehr viel ausmachen. Wir sind jetzt schon bei 3, irgendwas Metern. Sieht also alles gut aus. Sieht alles gut aus. Okay, ich glaube, den haben wir. Ich glaube, den haben wir. Dann gucken wir mal, was als nächster Auftrag kommt. So, noch warten, dass er hier sicher unten ankommt, der Gute. Wie hoch haben wir es denn noch? Wo ist denn hier Surface Height? Wo habt ihr das Instrument hingebaut? Ah, Terrainhöhe 81 Meter, kann das sein? Nee. Das Terrain ist 81 Meter hoch, okay. Wahrscheinlich soll es das heißen. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Platz. Dann müssten wir theoretisch Bodenkontakt haben, wenn ASL bei 81 Metern ist, wenn meine theoretische Unterstellung korrekt ist. Das
heißt, wir sind jetzt auf den letzten 50 Metern. So, ich nehme einen Zeitraffer raus, dass er sich hier nicht tot überschlägt. Die letzten paar Meter zum Boden. Haut das hin. Haut. Das sieht komisch aus, aber wir ignorieren das einfach mal höflich als Grafikbug. So, Barry ist wieder zu Hause und wir haben unsere Mission erledigt. Gut, sehr schön. Das ist doch schon mal hervorragend. So. Das gab ordentlich Kohle, das gab ordentlich Reputation und damit hoffentlich ordentlich neue Missionen zur Auswahl. Suborbitaler Flug, Crewed. 190 Kilometer. Nein. Nein. Das machen wir, glaube ich, mal lieber nicht. Das wird ohne Hitzeschild richtig schief gehen. Wir könnten uns aber auf den Lunar Flyby einschießen, glaube ich. Weil wir hatten eigentlich einen ganz schönen Ansatz. Oder? Was haltet ihr davon? Wir machen Lunar Flyby und versuchen da auch direkt einen Orbit draus zu bekommen. Was denkt ihr? Das wäre doch mal eine Maßnahme. Aber unbemannt natürlich. Dass wir erstmal so einen ersten Satelliten am Mond vorbeischießen. Weil ich finde, unser kleiner Satellit, den wir hatten, der hat Potenzial. Mit dem geht was. Und dann hätten wir heute noch was richtig Spektakulares, mit dem wir versuchen können, den Abend zu Ende zu bringen. Das heißt, wir nehmen den jetzt einfach mal mit. Kommt. Wir machen Lunar Flyby und einen Lunar Orbiter. Dafür haben wir, ich habe natürlich wieder vorher nicht geguckt, wie lange ich Zeit dafür habe, ein Jahr lang Zeit. Wenn wir das versauen, wird es richtig teuer. Das heißt, wir sollten das irgendwie hinbekommen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie viel Delta V braucht man, um zum Mond zu fliegen? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich weiß, wie viel man braucht, um zum Moon zu fliegen. Zum Mond? Keine Ahnung. Ich will es auch gar nicht wissen, wir testen das jetzt. Ich würde als Grundlage auf jeden Fall mal unsere Explorer 1 Geschichte nehmen. Das ist so meiner Meinung nach eine ganz gute Ausgangsbasis. Und ich würde die 1A nehmen. Die war ja nicht schlecht insgesamt. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, dass die Explorer 1A natürlich in der Art und Weise, wie sie jetzt existiert, nur dafür gedacht ist, in den Orbit zu kommen. So, jetzt würden wir mit der Explorer 1A den schon mal abbauen. Den nehmen wir raus. So. Gut. Jetzt gucken wir einmal, was haben wir hier für eine Reichweite von Omnipower ist 1 Million Meilen. 1 Million Meter. Das sind 1000 Kilometer. Ich habe so die ungute Befürchtung. Dass das nicht besonders reichen wird. Aber wir haben nichts viel Besseres. Moment. Wie hoch ist der Mond? Ich befürchte, es sind ein bisschen mehr als die paar Kilometer. So. Moon Orbiter 1. So, den speichern wir jetzt mal ab. Jetzt gucken wir mal kurz, ob wir sehen können, wie hoch der Mond über der Erde ist. Ich könnte das natürlich jetzt bei Wikipedia auch nachgucken, aber wir gucken jetzt einfach mal, ob man es auf der Tracking Station sehen kann. Ich befürchte, wir haben da gar keinen Funkkontakt mehr, wenn wir da draußen sind. Obwohl wir die Probe hier ja doch relativ weit rausgeschossen haben und feststellen, dass sie auch keinen Funkkontakt hat.
Skunk, der Bot wird dich wahrscheinlich hängen, wenn du dort was postest. Ich muss mal gucken, wie das ist. Ich kann dich, glaube ich, authorizen oder irgendwie sowas, ne? Gib mir mal einen kurzen Moment. Ich und der Nightbot, zwei Freunde fürs Leben. Gibt kein entsprechendes Kommando. Also nein, kannst du wahrscheinlich nicht posten, aber du kannst es gerne im Discord-Channel posten. Und mit Ausrufezeichen Discord könnt ihr euch den Discord-Link abrufen und dann das da machen. Okay, Altitude bezieht sich auf über Kerbin, oder? Ja. 359 Millionen Meter. Da haben wir deutlich zu wenig Reichweite. Also richtig deutlich zu wenig. Aber unser Startdings war gut. Unser Startwinkel von der letzten Probe war super, um zum Mond zu fliegen. Oh wow, das wird lustig. Kriege ich irgendwann Antennen oder sowas? Oder machen wir das einfach im Blindflug? Also ich kann ja die Manöver einprogrammieren. Das ist ja theoretisch machbar. Ich habe ja einen Flight Computer. Aber wann kriege ich denn Antennen? Das habe ich. Hier ist eine Antenne. Die hat eine Reichweite von 75 Millionen. Das ist immer noch zu wenig, um zum Mond zu funken, wenn ich das gerade richtig rechne. Bei 395 Millionen. Das wird lustig. Okay, also wir haben de facto keine Möglichkeit, so weit zu funken, außer ein echt dichtes Kommsat-Netzwerk aufzubauen. Aber so, also erstens wird das Problem wahrscheinlich sein, Relay-Antennen zu bekommen. Und ich muss nicht eine Relay-Antenne auf halbem Weg schießen, sondern ich muss wahrscheinlich, also entweder stimmt was mit den Umrechnungen nicht. Oder ich vertue mich da gerade. Also ja, wir können natürlich Relay-Satelliten basteln. Das müssen wir wahrscheinlich auch. Das Problem dabei wird sein, wie lange brauchen wir, um so ein Ding zu bauen? 90 Tage. Wir haben 365 Tage Zeit, um schwierig. Wir haben 365 Tage Zeit, um dorthin zu kommen. Da können wir natürlich nicht besonders viele Relay-Satelliten starten, ne? Weil wir können alle 90 Tage eine so eine Rakete bauen. Außer wir haben Upgrade-Points bekommen oder wir investieren jetzt einfach mal in Upgrades, um schneller bauen zu können. Ich weiß nicht, wie viel es das beschleunigen wird, aber es erhöht zumindest unsere Geschwindigkeit, in der wir bauen. Nö, es gibt nichts. Aber wir haben Geld. Wir können uns jetzt für 10.000 Funds was kaufen. Wir kaufen jetzt einfach mal 10 Upgrade-Punkte. So. Und investieren die in die Fab. Da kommt ein Kaufmann nochmal 1,15. Sieht komisch ungerade aus. So. Mal gucken, wie schnell können wir jetzt so eine Rakete bauen? Jetzt können wir so eine Rakete dumm, 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 in 49 Tagen bauen. Das ist ja schon mal eine andere Ansage. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, was so eine Antenne denn eigentlich für Strom frisst. Das ist die beste, die wir im Moment haben, wenn ich das richtig sehe. Requires nichts pro Sekunde. Okay, cool. Nichts nehme ich. Nichts ist für mich okay. Das heißt, wir basteln jetzt hier einfach auf das Ding stumpf eine Antenne drauf.
Oh, schön. Einfach weil es optisch hübsch aussieht. Bauen wir jetzt hier oben direkt nach geradeaus eine Antenne rauf. Und das ist jetzt der Relay Sat 1. Relay Sat 1. So. Gut, auch bei diesem jenen welchen können wir natürlich noch mal ein bisschen gewichtsoptimieren im Sinne von das da kann weg, das da kann auch weg, das da kann, nee, das hätte ich behalten sollen. Eins zurück. So. Gut, damit sind wir Delta V-mäßig bei 10.252, das können wir jetzt noch ein bisschen nach oben drehen durch Verlängerung. Nein, das können wir nach unten drehen durch Verlängerung dieser Stage. Okay, dann machen wir sie doch kleiner, diese Stage. Wenn das dadurch besser wird. Wow, wie viel kleiner können wir die noch machen, damit es besser wird? 3 Meter? Besser, besser, nicht mehr besser. 3,2 Meter lang. Okay. Okay. Remote Tech ist hier immer mit dabei. Also ja, hier ist Remote Tech drin, weil wird mehr oder weniger vorausgesetzt für Real Solar System. So, dann brauchen wir noch einmal unser Fairing wieder. Und dann haben wir es eigentlich schon fast. Gut, Antrieb unten. Dann Startklammer. Dann die Kappe. Hä? Achso, ja. Das ist der Druckmotor, genau. Dann die. Dann irgendwann mal den Satelliten abtrennen. Alles klar. Das wird nicht ewig halten. Und ich glaube, ich habe auch noch kein Solar. Aber es hat ein bisschen Strom drin. Wir werden es am ersten Satelliten einfach testen jetzt, wie gut es funktioniert. Und ich glaube, wir sparen uns den Simulationsflug tatsächlich mal. Ich weiß nicht, das Remote Tech bringt, glaube ich, eine entsprechende Config mit. Jetzt ist halt nur mal die gute Frage. Also jetzt tatsächlich eine sehr gute Frage, wie viel Reichweite wir haben. Und danke fürs Follow, Antifeuer, und willkommen bei den Kurbonauten. Ich hoffe, du hast einen unterhaltsamen Stream und bist gut unterhalten. Presets, World Scale, Alternative Rules. Ja. Gute Frage. Ich weiß es nicht genau, aber wir werden es sehen. Wir starten jetzt einfach. Wir haben beschlossen, dass wir diesen blöden Satelliten machen. Also machen wir jetzt diesen blöden Satelliten, weil wir haben gelernt, wie man Satelliten in Orbit schießt. Also bauen wir jetzt eine Satellitenrakete. Wir können die jetzt innerhalb von 45 Tagen bauen. Das heißt, wir werden eine starten und währenddessen, also wenn die geklappt hat, werden wir noch eine zweite bauen. Dann haben wir zwei Relay-Satelliten, die hoffentlich irgendwie in irgendeiner Art und Weise funktionieren. Und dann fliegen wir zum Mond. Mit dem Relay dran, hoffentlich. So, in diesem Sinne, basteln, go. So, und wir zoomen uns zeitlich mal vorwärts, um dahin zu kommen, wo wir diese Rakete starten können. Aber wir sind doch gut unterwegs. Ich habe gesagt, wir machen heute den Orbit. Und was machen wir? Wir sind quasi schon dabei, den Mond zu erobern. Zumindest die ersten Schritte in die Richtung zu machen. Und auch technologisch vielleicht bald bemannt den Orbit angucken zu können. So, 48 Tage später ist unsere Rakete fertig. Habe ich jetzt mal Upgrades? Nö, Upgrades gibt es einfach nicht mehr für mich. So,
Ich einfach noch nicht genug erreicht für. So. Dann warpen wir sie mal nach draußen. Und das ist noch hell genug zum Starten. Ja. Das ist hell genug. Gut, dann ab damit in den Orbit. Und ich hoffe, dass das als unser erster Relay-Satellit dann auch tatsächlich funktionieren wird. So, zack. Und Triebwerk an. Und startfrei für unseren ersten Low-Tech-Kommunikationssatelliten, der natürlich nur eine eingeschränkte Lebensdauer haben wird. Aber es ist zumindest mal besser als nix. Und wir können uns dann damit hoffentlich den Weg zum Mond freischießen, damit wir da hinkommen können. So, Rakete sollte eigentlich ein ziemlicher No-Brainer sein. Die ist ja von dem Explorer-Modell abgeleitet. Das hat sich als ziemlich stabil bewiesen, muss ich sagen. Also das fliegt sich angenehm, fliegt sich ohne große technische Probleme. Bisher ist noch nicht einmal irgendwie was abgebrannt oder explodiert. Von daher, ich bin weiterhin zuversichtlich, was das angeht. Und wir sammeln auch immer mehr technische Daten auf dem Triebwerk. Also ich nehme an, das macht es auch nach und nach besser. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier unseren Gravity Turn sauber runterbekommen, damit wir nicht so viel Fuel verschwenden, weil diesmal haben wir nicht ganz so viel Puffer mitgenommen wie beim letzten Mal. Gut, und jetzt beschleunigen wir das Ding mal Richtung Orbit raus. Wir haben noch knappe 25 Sekunden Burn-Time auf der Stufe. Aber das sieht alles ganz gut aus. So, wir bereiten uns vor auf die Fairing Separation, nachdem wir die Rakete ausgebrannt haben. Das sieht gut aus. Und Separation für die nächste Stage. Und wir zünden den Antrieb. Er hat schon wieder eine Leerzündung dazwischen gehabt. Aber ist nochmal gut gegangen. Okay, und jetzt heißt es hoffentlich Abflug in Richtung Orbit mit der Stufe. Als genug Puffer in die Richtung. Das heißt, ich gehe jetzt mal wirklich stumpf auf den Horizont runter, dass wir Geschwindigkeit holen, Geschwindigkeit holen und Geschwindigkeit holen. Und währenddessen machen wir zumindest schon mal den Satelliten an, dass der hier schon mal loslegen kann und eine Funkverbindung hat. Und dann müssen wir mal gucken, wie weit wir mit dieser Antenne funken können. Ich hatte da im Chat eben gelesen, dass es schon hieß, so, oh, und die Omni 16 oder das Komnutron 16 würde wohl bis zum Mond reichen. Kann mir das nochmal jemand bestätigen? Weil wenn das Komnutron 16 reicht bis Richtung Mond, dann haben wir ja eigentlich keinen Bedarf, noch einen weiteren Relay-Satelliten zu starten. Sondern können einfach gucken, dass wir mit einem zweiten, also mit dem Komnutron in der Umlaufbahn und einem zweiten Komnutron auf dem Weg zum Mond zumindest eine regelmäßige Verbindung hinbekommen, um Manöver zu planen und den Flight Computer zu programmieren. Also gerne nochmal bestätigen, wenn da jemand Erfahrungswerte schon mit hat. Sonst können wir es dann einmal in der Simulation testen. Ja, dass ich sie ausfahren muss, ist schon klar. Ich fahre sie jetzt nur noch nicht aus, weil sie gerade sonst unnötig Strom frisst. Ich hoffe mal, dass ich mit dem Ding hier tatsächlich sauber in den Orbit komme.
8000, 9000 und ein bisschen. Ja, das sollte hoffentlich hinhauen. Das sollte hoffentlich hinhauen. Mal gucken. Nicht, dass wir jetzt so viel an der Rakete rumgefummelt haben, dass sie es knapp nicht in den Orbit schafft. Das wäre echt peinlich. Ah, das sieht gut aus. Das sieht doch relativ gut aus. Jawohl, okay. Also die Periapsis ist auch über die 140 drüber. Wir sind mit der Apoaps sogar ein bisschen höher gegangen. Der Orbit sieht jetzt natürlich dadurch, dass wir nicht vom Äquator starten und sich die Erde schlicht und ergreifend ein wenig weitergedreht hat, natürlich nicht mehr ganz so prall aus. So, das heißt, wir sind aber auf jeden Fall da angekommen, wo wir hin wollten, nämlich im Orbit. So, und ich werde jetzt einen Teufel tun und Retrograde meinen Decoupler machen. Weil das gibt mir auch nochmal Impuls. Und den nehmen wir natürlich in Prograde mit. Wupp. So. Gut. Jetzt völliger Kontrollverlust. Was auch völlig okay ist. Und wir haben erstmal einen Orbit mit einer Antenne auch am Start. Ich mache sie jetzt mal an und guck mal, wie schlimm es aussieht. Scheint aber wirklich relativ stabil zu sein. Okay, also es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Blechflasche mit einer riesigen Antenne oben drauf. Aber man nimmt, was man kriegt für den ersten Versuch. Und jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein Grundkonzept für eine Probe hinbekommen, die tatsächlich zum Mond fliegt und sich dort eventuell sogar einbremsen kann. Sie muss ja ein Flyby machen und ein Orbit. Nach dem Orbit kann aber... muss der Orbit stabil sein, oder? Achso, ich muss sogar eine gewisse Höhe erreichen. Muss erstmal gucken, ob ich schon Triebwerke dafür habe, die mir solche spektakulären Stunts ermöglichen. Triebwerke mehrmals wieder zünden zu können, weil ich habe so die Befürchtung, sowas habe ich noch gar nicht. So. Okay, kommen wir zum Thema. Hatte ich doch gespeichert, oder? Moon Orbiter, genau. Kommen wir zum Thema Moon Orbiter. Also. Prinzipiell ist, glaube ich, der Explorer Probe Core eigentlich ein ganz schöner, weil er leicht ist. Den werde ich, glaube ich, behalten. Jetzt machen wir mal als allererstes hinter den Explorer ein... Ich will es wirklich mitnehmen. RCS-Tank. Das war ein bisschen arg kurz. So, damit wir wirklich mal die Möglichkeit haben, uns zu drehen. So. Dann kommt hinter die ganze Geschichte. Jetzt müssen wir mal gucken. Triebwerke. Also. Triebwerke. Ignitions eine.
Eine, oh Gott, kann man es nach Ignitions sortieren, bitte? Eine Ignition, oh Gott. Not subject to Ullage. Das ist aber non-RP0. Eine Ignition. Ignition Ground Only. Eine Ignition. Eine Ignition. Ja, ist ja super. Ich bin ja hier technologisch komplett drauf vorbereitet, im Orbit rumzudüdeln, ne? Vier. Das hört sich doch schon mal ein bisschen besser an. Also viermal besser als eins. Ich habe tatsächlich einen Motor. Habe ich echt? Einen Motor? Der 1 kN Thruster. Welcher 1 kN Thruster? Ein KN? Nee. Kilo. Wie soll der heißen? Der 1 kN Thruster? Wenn der das kann. Hätte ihn nicht gesehen. Vielleicht habe ich jetzt dran vorbeigeklickt, aber. Dip, 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 dip. Also meine AJ10s haben keine. Obwohl hier steht. Wartet mal. AJ10 Series mit. Hier steht zumindest nichts dran. Ba, 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 ba. Ist die große Frage, ob nichts dran stehen heißt, es funktioniert. Und das ist natürlich auch riesengroß, das Teil, ne? Lecco mio. Lass mich raten, das andere ist aber auch nicht kleiner. Nö. Okay, na, das müssen wir jetzt mal testen. So. Das würde aber eh heißen, wir haben ein AJ10 mit mal zu testen. So, zack. Und das können wir noch ein bisschen verkleinern. Ne, Diameter wollte ich eigentlich haben. 0809. So. Und der Able ist 0813. Das heißt, wir könnten hier den Able auch dazwischen setzen, dass wir Kontrolle haben. Zack. Jetzt füllen wir das einfach mal mit UMDH, das gute Stück. Und gehen mal kurz raus in die Simulation, um das zu testen, ob das wirklich so ist, dass wir das Ding an- und ausmachen können, wie wir lustig sind. Oder steht es hier mit dabei? AJ10. Da steht zumindest nichts dabei. Das heißt das jetzt, dass ich unendlich Ignitions habe auf dem Triebwerk, das wäre natürlich schon mal nicht schlecht. Das wäre natürlich schon mal nicht schlecht. Dann hätten wir hier nämlich eine Upper Stage, mit der wir in den Mondorbit navigieren könnten, theoretisch. So, zack. Zack. Und die hätte auch Delta V bis zum Erbrechen. Die hätte auch Delta V bis zum Erbrechen. Bock wieder so, ne? So, dann können wir den auch größer machen, damit wir hier mehr Druck rausnehmen können. Und dann nehmen wir uns vier von den Trustern mit
um das Ding drehen zu können. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo unser Center liegt. Ja, das sieht gut aus. Drehen wir den über die Nase. Ah, leck. So, und wir müssen unbedingt dran denken, nicht, dass uns das nachher auf peinliche Art und Weise zum Verhängnis wird, dass wir für das Teil eine Antenne haben, die irgendwie ein bisschen Reichweite hat. Zumindest ein bisschen mehr als die normale Antenne. Und ich glaube, wir werden zu guter Letzt noch eine Batzi mitnehmen, die wir nicht besonders lang, aber dafür besonders breit machen. Zack. Wir könnten die natürlich auch einfach cone-shaped machen und am Top anpassen und am Bottom darauf anpassen. Dann haben wir einen batteriegefüllten, also einen stromgefüllten, sauberen Übergang und geben dem Ganzen vielleicht noch irgendwie. Oh. Oh, sieht fast aus wie ein echter Satellit. Wird langsam optisch. So. Ja, das Origin wird jetzt natürlich witzig. Also ich hätte es wahrscheinlich so gemacht, dass ich mir hier unten einen Ring aus jeweils zwei Boostern mache, die ich gleichzeitig zünde. Also zwei, damit mir das Ding nicht im Kreis tanzt. Du möchtest, dass ich nochmal in meine Engines gucken, die nach Masse sortiere. Das kann ich gerne tun. Aber ich habe dort kein 1 Kilonewton Thruster gesehen. Tut mir leid. Hier gibt es eins. Aber das hat auch nur, das hat 1 Kilonewton, wenn ich es so konfiguriere. Aber hat auch nur eine Ignition. Tja. Wer weiß. Okay, aber wir haben hier mit diesem Stüfchen haben wir 4000 Delta, wie ein bisschen mehr sogar. Was wäre, wenn wir 3 Meter draus machen? Haben wir sogar noch ein bisschen mehr. Wird aber wahrscheinlich auch schwieriger. Ich weiß nicht, ob wir so viel Delta wie brauchen, um am Mond einen Orbit zu kriegen. Keine Ahnung. Vermutlich, ja. Ich. Kommt, haben ist besser als brauchen. Wir machen es größer. So. So. Zack. Und wir machen das ganze Ding. Oh ja. Orange sieht hübsch aus. So. Orange. So. Jetzt kommt der spannende Part, nämlich, dass wir einmal die initiale Zündung von den Dingern. Die Kabler, da. Die initiale Zündung von den Teilen machen wir über außenliegende Booster, die wir wegschmeißen können. Zack. Wo sind sie, meine Separation-Motors, die seitlichen? Ah, da. Gerade echt Tomaten auf den Augen. So. Nö, nö, wir fliegen, also wir fliegen nicht auf gut Glück, sondern ich teste das jetzt in der Simulation. Ich stelle jetzt mal Vermutungen an. Also lass mich jetzt ruhig mal ein bisschen vermuten. Das wäre jetzt meine Unterstellung, dass ich mit der Engine hier eventuell. Den Orbit schaffen. Also ich glaube, ich kann mehr als den Orbit schaffen. Ich glaube, damit kann ich die Translunar Injection fliegen und mich dann auch noch in den Orbit einbremsen. So, zack, zack. Service Module ist nicht, was ich suche. Fuselage. Richtig? Richtig. UDMH. So. Gut, damit haben wir die initiale Geschichte geschafft. Gut. Service Module ist Fuselage in leichter. Aber es muss ja irgendeinen Nachteil haben, ne?
Nimmt sich ehrlich gesagt nicht so viel. Ja, also wegen 50, 60 Delta V. Service Module ist realistischer. Na gut. Dann ist ein Service Module halt realistischer. Ich dachte, das ist eher so für die bemannte Raumfahrt gedacht, aber gut. Juti, dann haben wir das. Dann kommt als nächstes unsere. Unser Payload Fairing. Zack. Von dem wir jetzt mal sagen können. Dragon ist auch eine bemannte Kapsel. Jetzt mal sagen können, machen ein bisschen schmaler. Noch ist ein bisschen Platz. Gehen wir mal auf 2 Meter. So, dann würde ich auf 2 Meter den nächsten. Ach shit, das Alec-Zeug habe ich vergessen. Genau. Und zwar, ich wollte es einfach so machen. Also ich brauche eine Ignition, um in Richtung Mond zu starten. Dann wäre meine Unterstellung, dass ich eine zweite Ignition brauche, um den Capture zu fliegen. Und eine dritte Ignition, um den Orbit zu fliegen. Und weil ich Pippi in den Augen habe, nehme ich mir noch eine Ignition mit, damit ich sie nochmal anmachen kann, wenn ich irgendwas versaut habe. So, damit die trenne ich dann gleich in unterschiedliche Stages auf und dann haben wir eigentlich. Eigentlich ganz gut was auf der sicheren Seite. So, Avionics Procedural. Genau, wir nehmen uns jetzt einen 2 Meter großen Avionics Core mit, der hoffentlich viele, viele Tonnen Teil bewegen kann. Na gut, 40. 40 ist, glaube ich, aber auch völlig ausreichend. So, wir gehen auf 2 Meter Breite mit dem Teil. Und auf eine ordentliche Länge. Ich hoffe mal, dass das mit dem Tank-Type-Default, das wird mich irgendwann noch ganz böse erwischen, glaube ich. So, dann nehmen wir auch wieder ein AJ-10 Mid-Series und ich guck mal, ob das ausreicht. Engine. Wir dürfen noch nicht die anderen nehmen. Heavy. Ja, das andere ist Heavy. Okay, wir kriegen über das Teil hier. Da stimmt gerade irgendwas nicht. 008 ist natürlich ein bisschen arg wenig. Okay, da müssen wir ein bisschen was anderes machen. Das muss kürzer sein, vor allen Dingen. Vor allen Dingen muss es weniger wiegen. Wow. So, 015 ist okay. Apropos, hier oben müssen wir noch. Hä? Nee. Jungtanks. Show UI. Ich möchte gerne, wartet mal, Engines auf Nitrous Oxid umstellen und ich möchte gerne Nitrous Oxid da oben reinfüllen. Dankeschön. Und nimm ruhig mit. Obwohl, wahrscheinlich ist 86 gar nicht schlecht gewesen. So. Wir wollen uns ja nicht nur im Kreis drehen. So. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir aus dem Ding hier irgendwie. Gibt es denn für den Orbitalbetrieb noch was Schöneres? So.
Es muss auch nicht besonders viele Ignitions haben. Aber es sollte ein bisschen mehr Schub haben, als unser AJ10 mit hat. 35, 68. Das ist ja schon mal das Doppelte grob. Wie lange kann das brennen? 140 Sekunden ist ein bisschen kurz, ne? Oh, warte mal, ich sehe ja auch gerade. Das Ding hat aber auch eine Burntime von 3 Millionen Jahren, ne? Na gut, aber es hat zu viel Gewicht zu bewegen. Okay, also das ist zu wenig vom Schub her, weil so lange hält unser Triebwerk nicht durch. Wir brauchen irgendwas mit ein bisschen mehr Bums. Gasgenerator, UMDH, Vacuum Engine, klingt auch schon mal prinzipiell gut. 240 Sekunden. Ist natürlich die Frage, welches. Welches Teil das ist. 11 Meter pro Sekunde, weil du es schon wieder irgendwo hingeschmissen hast. So, das sieht schon mal nach einer etwas realistischeren Dings aus, aber ja, jetzt ist natürlich die Burntime zu hoch. Habe ich da schon andere Varianten? Er macht das jetzt zu. So. Gui. Ich habe den BA5 und kann mir den BA7 holen. Okay, das heißt. Achso, das kann man glaube ich auch hier sehen, ne? 4 Minuten. Und der jetzt hat 2 Minuten. Okay, damit kann ich die Burntime auf 4 Minuten hochbringen. Das ist ja prinzipiell schon mal nicht schlecht. Wie sind die restlichen Werte im Vergleich? 71 Kilonewton verglichen zu meinen jetzigen. Was hat er? 67, okay. Unthrottable ist okay. Ignitions hat er sogar zwei. Okay, das klingt sinnvoll, den zu nehmen. So. Ich glaube, davon müssen wir jetzt ein paar mehr nehmen, um mehr Delta V rauszukratzen. Oder mehr Thrust-Weight-Ratio rauszukratzen. Damit ich hier ein bisschen den Tank stopfen kann. Weil sonst wird das zu kurz. 4 Minuten Burntime haben wir. Das heißt, wir provozieren jetzt auch mal 4 Minuten Burntime. So, ein bisschen noch. 4 Minuten und 2 Sekunden. Wir wollen es nicht übertreiben. So, dann haben wir schon mal 3.900 Delta Vs bei 4 Sekunden Burntime. Hier geht auch gerade ein bisschen die Welt unter. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen in hübsche Farbe hüllen. Ah, Saturn ist noch ein bisschen früh. Komm, immer Stock-alike. Gut, jetzt brauchen wir hier wahrscheinlich irgendwie so eine Art Interstage-Fairing oder sowas. Gucken, ob ich sowas schon habe. Interstage-Fairing-Adapter. Enables Side-Fairings to hold the part at the top. Was? So, oder? Base. Wollen wir ein bisschen breiter werden jetzt? Ja, ne? Schadet ja wahrscheinlich nicht. Ich meine, wir wollen zum verdammten Mond fliegen. Lass uns mal auf 4 Meter Breite gehen. Top ist insgesamt 2 Meter gewesen, glaube ich. Die Breite, die wir gemacht hatten. Richtig? Richtig. Uch.
So. Dann haben wir das so. Das muss ja nicht ganz so hoch sein, oder? Obwohl, dann ist der Abbruch nicht so schnell. Ich gucke mal, ob das so funktioniert. Interstage Fairing. Jawohl. This is what we want to have. Zack. Gut. Sehr schön. Haben wir das. Dann brauchen wir jetzt noch eine ordentliche First Stage, mit der wir das Ding bewegt bekommen. Wir sind jetzt bei 32 Tonnen. Wir werden dann wahrscheinlich. Dann wahrscheinlich nochmal einen Control-Nupsi brauchen. Obwohl, warte, ich bin auf 4 Meter gegangen, ne? Gab es nicht ein vorgefertigtes Control-Nupsi für 4 Meter? 4 Meter. Das muss doch jetzt genau passen. Ja, es passt. Sehr schön. So, nehmen wir doch mal ein vorgefertigtes Control-Nupsi. Das können wie viele Tonnen? 100 Tonnen. Yay! Da können wir noch ein bisschen bauen. Okay, dann kommt jetzt hier ein ordentlicher Tank drunter und dann müssen wir da ordentliche Triebwerke hinbauen. Also, du bist dann im Durchmesser 4 Meter groß und wahrscheinlich so um die, ich weiß es nicht, ich fange mal mit 20 Metern an. Und wir müssen jetzt unbedingt mal gucken, dass wir das Ding gerade aufstellen, weil ich glaube, wenn wir das Riesenteil so starten, dann hatten wir die letzte Zeit, längste Zeit mal einen Moon Orbiter. So. Gut, jetzt kommen wir zum Thema Antriebe. Was ist das Beste, was wir momentan haben? Das sind die leichtesten, oder? Ne, 1,6, 1,06, 1,6. Werden die nach unten hin leichter? Ja. Okay. LR87 Booster hat 1400 Nupsi Dings und brennt wahrscheinlich nicht so lange, weil es ein Booster ist. Sekunden. Welche Varianten kann ich denn? Engine. Ich habe den AJ3. Ba, 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 ba. Der ist rated für 2 Minuten 20. Na, gucken wir mal, was wir in 2 Minuten 20 aus der Kiste rausgeholt kriegen. Oh. Oh. Gar nicht so viel. Gar nicht mal so viel. Okay, das machen wir ein bisschen anders. Da müssen wir mit mehreren arbeiten. Und mit irgendwas, was wir schon ein bisschen kennen. LR79. Wie lange ist der geratet? 245. Gibt es da noch was anderes? 245. Okay. LR79. Das waren noch unsere Standarddinger, oder? 245. 245 ist alles so 245. Ja gut, dann müssen wir halt in den 245 ein bisschen was schaffen, ne? Hilft ja nix. Wir probieren es mal mit 4 für den Anfang. Wir müssen jetzt mal gucken. Remove und neuer Tank und ihr 4 nach da unten. Okay, das ist zumindest schon mal ein Anfang. Jetzt können wir es direkt mal kürzen, weil wir haben 2 Minuten 45 Sekunden Zeit, bevor uns die Dinge so oder so verrecken. Ah, ich gamble mal ein bisschen. Ich gebe ihm mal 0,9 Sekunden mehr Laufzeit in der Hoffnung, dass er.
dass er funktioniert. So, jetzt werde ich wahrscheinlich was ganz Banales machen. Nämlich, ich werde erstmal diese Rakete nach unten stellen. Also, bei den Stufen bleiben wir jetzt erstmal. Jetzt haben wir natürlich noch nicht genug Delta V und haben auch noch das Problem, dass wir auf jeden Fall nicht genug Thrust-Weight-Ratio haben, um sinnvoll ohne zu viel Gravitationsverluste hier wegzukommen. So, und ist die immer noch schräg? Nee, die ist gerade jetzt bei mir. Ich habe jetzt ein paar Mal auf Leertaste gehauen. Eigentlich ist sie gerade. Wir werden es sehen. Spätestens wenn wir den Testflug machen, werden wir es sehen. Aber die sieht eigentlich gerade aus. Gut. Jetzt, um den Gedanken mal zu Ende zu bringen. Und ja, Staging kommt alles noch. Staging kommt als allerletztes. Jetzt wird erstmal gebaut. Um den Gedanken zu Ende zu bringen. Wir wollen die richtig fetten Dinger haben. Und werden uns jetzt Flüssigbooster bauen. Und zwar dicke, monstermäßige Hammer-Flüssigbooster, die wir aber ein bisschen weiter unten ansetzen. So. So. Zack. Zack. So. Diameter, den rocken wir mal locker flockig auf 3 Meter hoch und die Länge auf 10 Meter. Mal gucken, ob das Sinn macht mit den Antrieben, aber das werden wir jetzt gleich testen. Und jetzt nehmen wir die LR87 Monster Booster, die gar nicht so breit sind, oder? Doch, die sind exakt so breit. Geil geschätzt. Hammer. So. Jetzt müssen wir das ein bisschen runterschieben, wahrscheinlich gleich. Zack, das sind beides Fuselages und die kriegen jetzt natürlich. Ich habe keine Ahnung, was braucht denn das Ding? Und der Emre Yilmaz ist jetzt auch ein Kurbonaut. Danke fürs Follow, Emre, und willkommen bei den Kurbonauten. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt der richtige Treibstoff war. Zip, zip. Offensichtlich war das. Okay, die Dinger sind geratet für. Hallo? Mittlere Maustaste? Anyone? Ich denke, man kann da draufdrücken mit mittlerer Maustaste und dann kriegt man was. Engine. Current Config ist AJ3. Warum? Hä, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Können wir das bitte nicht tun? Lustiges Spiel. Ja, in 5 Minuten endet der Stream. Wir müssen ja nicht päpstlicher sein als der Papst. Kleinen Testflug will ich mit dem Baby schon noch machen. So, so, was ich wissen will, ist AJ3, hatten wir gesagt, ist das, ne? AJ3. 140 Sekunden sind 2 Minute und 20 Sekunden. So, okay. Warum hat er das jetzt wieder kaputt gemacht? Weil wegen ist so. Okay, da geht noch ein bisschen was. Ich guck mal, wenn ich die voll mache mit 100%. Wie dafür gemacht. Jetzt machen wir die noch einen Ticken länger. Bam. So. Booster. Zack. Jetzt müssen wir da noch dann gleich Nose Cones draufpacken. So. Das Ding hat auch ein Fuselage und eine vernünftige Burntime, die er selber schafft. Hoffe ich für ihn. 2,45. Er sagt, 0 Sekunden sind die Crossfeed enabled. Nö.
Wie sagt er nur so? Ich glaube, er kommt jetzt mit dem Rechnen nicht mehr klar. So, zack. Also damit haben wir auf jeden Fall schon mal eine schöne. Eine schöne Trust-Weight-Ratio für den Start. So. Das wird auch ordentlich knallen, glaube ich, wenn wir mit dem Ding losfliegen. Das wird ordentlich knallen. Dann brauchen wir Nose Cones. Alter Verwalter. Wo liegen wir jetzt eigentlich mittlerweile? Bei 375 Tonnen. Einfach nur, weil es geht. Ich wollte doch nur zum Mond und dann hat es mich überkommen. Jupp. So. Dann ist es mit mir durchgegangen. Wie lange braucht das Ding zum Bauen? 168 Tage. Ah, Hammer. Okay. Das müssen wir, glaube ich, nochmal antüdeln. Oh, nur einmal bitte. Nicht viermal. Das passiert immer, wenn man die Dinger verschiebt. Dann passieren komische Sachen. So, jetzt brauchen wir noch ein Fairing um den Hobel drum. Und dann können wir, glaube ich, mal einen Testflug machen. Zumindest den Testflug will ich uns noch gönnen, dass wir mal sehen, wie spektakulär fehlschlägt. Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass bei so einer Riesenrakete nicht alles komplett auseinanderbricht, wenn ich die das erste Mal starte und ich mich dann nochmal eine neue Folge hinsetzen muss, um das alles zu engineeren, was ich da kaputt gemacht habe. So, aber optisch ist es auf jeden Fall schon mal eine schicke Rakete, möchte ich mal am Rande anmerken. So, jetzt hoffe ich mal, ich habe Startrampen, die das Ding halten können, ehrlich gesagt. Und ich werde es an mehreren Stellen festhalten, glaube ich. Einfach nur, weil ich ein Schisser bin. Alter, das wird richtig gut. Wahrscheinlich zerfetzt es mir gleich das Trommelfell, wenn ich die anmache. Und keine Sorge, ich fliege natürlich nicht los, ohne mir ein paar Flossen mitzunehmen. Wo sind jetzt da? Aha. Swivel Control Surfaces. Jawohl. Das will ich haben. Control Surfaces. Damit ich Kontrolle ausüben kann. Über diese Rakete. Und natürlich auch Drag hinten habe. Damit das irgendwie funktioniert. So. Jetzt müssen wir sie nochmal müh nach oben ziehen, weil die steckt gerade im Boden drin. Do. Dinge, die funktioniert haben, das schon mal nicht. Das war's. So, zack. Gut, also, Rakete steht. Jetzt Staging. Staging besteht aus, erstmal den ganzen Mist hier anzünden. Dann den ganzen Mist hier aufmachen. Dann hoffen und beten, dass der Kram hier irgendwann alle geht und ich den wegschmeißen kann. So. Dann kommt irgendwann der Part, wo ich hier. Was ist das? Das da. Ach so, da fällt mir noch was auf. Seht ihr? Schon mal gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ist da jetzt ein Fairing dran? Ja, ne? Ich habe tonnenweise. Das, das, das. Und das da ist nichts. Doch, das da sind die. Aber wie ist denn. Wo ist denn das Fairing dafür? Muss ich da noch eins rankleben vielleicht? Ich habe so das Gefühl, dass da gar kein Fairing dran ist. Das sieht nur so aus, ne? Da scheint irgendwas dran zu sein.
Aber ich sehe noch nicht, wie ich es stagen kann. Extra Hate. Ja, ein bisschen extra Hate will ich haben. Damit das nicht ganz so komisch aussieht. Fairing Notes. Please detach parts. Na gut. Aber. Ja, wir testen's. Also wir werden es schon sehen, was passiert. Okay. Die sind gedetached. Dann kommen die Dinger weg. Dann kommt das Ding hier ins Decouple. Warte mal. Die Dinger kommen weg. Das Ding geht ins Decouple. Die gehen noch nicht an, weil ich da noch einen kurzen Moment drauf warten möchte. Zack, 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 zack. Denn wenn ich decouple, möchte ich gerne dieses Teil hier mit kleinen Feststoffboostern von mir schicken. Da. Zwei davon. Ich sagte zwei. So. So, 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 so. Also, zack. Das da kommt weg. Dann geht das auf und in dem Moment zünden wir die zwei. Zack. Dann kommen die hier. Und wenn die durch sind, kommt... Oder während die laufen, kommt irgendwann mal das Fairing hier weg. Und wenn das Fairing weg ist, kommt irgendwann mal der Punkt, wo wir das decouplen und die hier zünden. Und dann kommt der Antrieb ran. So. Und danach können die Dinger weg. Jawohl. So, dann können wir das da anmachen und dann gibt es halt nochmal drei Stages, die weiter oben liegen, mit denen wir später noch Ignitions am Moon machen können. Ich glaube nicht, dass wir im ersten Testlauf so weit kommen, aber der Teufel ist bekanntlich ein Eichhörnchen, vielleicht klappt es ja doch. So, 170 Tage, um das zu bauen, das heißt, sollte klappen, vielleicht stürzt auch einfach mein Rechner ab, wenn ich es... Starte. Ich bin mir hier bei dem Ding noch nicht so ganz sicher. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Okay. Scheint doch ein Staging drumherum zu sein. Ich habe nur keinen Schimmer. Ein Fairing drumherum zu sein. Ich habe nur keinen Schimmer, wo es im Staging ist. Das ist echt eigenartig, dass das nicht da ist, aber wir werden mal sehen, was passiert. Vielleicht passiert das ja, wenn man aufsprengt oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Gut, wir speichern das mal und machen mal eine Simulation, die mich wahrscheinlich Unmengen kostet. Jede Minute kostet mich 584. Okay, aber es ist immer noch billiger, als dieses Ding zu bauen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Also das wird jetzt auch das Letzte, was wir heute machen, die Kiste nochmal zu testen. Dann haben wir einen schönen Spannungsbogen auch rüber in die nächste Folge. Die dann nämlich heißt, dum, 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 wir fliegen zum Mond, hoffentlich. Oder wir basteln 3 Stunden lang an dieser Rakete, damit sie funktioniert. Das werden wir gleich sehen, was davon die Wahrheit ist. Oder mein Spiel stürzt einfach ab, wenn es versucht, diese Rakete zu laden. Irgendwas passiert? Er lädt noch. Er lädt immer noch. Okay. Rakete steht auf dem Launchpad und sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. So. Ich habe auch Kontrolle. Jawohl. Gut, dann. Fuel Pumps an. Um das Hochfahren der Triebwerke zu kompensieren. Oh Gott. Ah, oh Gott. Alter Verwalter. So,
Das leckt jetzt schon. Ich will es gar nicht so genau wissen, aber wir starten das jetzt mal, bevor wir pleite gehen an den Simulationskosten. Okay, Triebwerke laufen hoch, sind auf Volllast und Liftoff. Wir haben Liftoff in der Simulation für unsere viel zu große Rakete, die übrigens 145 Tonnen Avionics hat. Ersten Fehler erkannt. Wir haben Avionics für 145 Tonnen. Wir wiegen 350 oder so. Vessel-Info. Und ja, es leckt ein bisschen. Okay, aber unser Gewicht fällt schnell. Das ist die gute Nachricht. Okay, Gravity Turn entfällt gerade wegen Bodennebel und zu hohem Gewicht. Alter Verwalter. Alter, das Ding ist echt groß. Ich finde, groß trifft es ganz gut. Oh, und da geht auch irgendwas gerade in den Arsch. Irgendwas geht gerade in den Arsch von meinen vier Triebwerken. Das ist nicht so schön. Aber gut, das ist halt so. Kann man jetzt gerade nichts dran ändern. Also kann ich tatsächlich nichts dran ändern. Ist ja zum Glück auch nur eine Simulation, aber. Ja, dadurch verbrennt sich natürlich der Treibstoff ungleichmäßig. Ne? Ist das eins von den Booster-Triebwerken? Ja. Okay. Ich denke mal, das Fazit daraus wird sein, dass wir irgendwann einen Shut-off machen müssen. Ob wir die loswerden. Ich probiere es mal jetzt abzuschalten. Separation zu machen, damit wir erstmal freikommen. Okay. Soweit sieht es aber gut aus. Also das müssen wir nochmal gucken. Die Engines sind auf jeden Fall noch sehr fehleranfällig, die großen Brocken. Und meine gesamte Planung mit wie viel Avionic Control habe ich, ist natürlich auch beschissen gewesen, um es mal nett zu formulieren. So, aber wir sind aus den Boostern freigekommen. Das scheint auch schon mal zu funktionieren. Also, Avionics müssen wir nachkorrigieren. Jetzt versuche ich hier mal noch zu retten, was zu retten ist in Richtung Orbit. Wir haben jetzt unglaublich viel Delta-V verschwendet mit der Aktion. Wir sind aber immer noch bei 9000. Da geht noch ein bisschen was. Da ist noch Musik drin in dem Boot. Da ist noch Musik drin. Lecco mio. Also die scheinen auch auf jeden Fall unsere guten alten LR-79, die haben wir jetzt schon so oft geflogen, die scheinen zu funktionieren. Okay, dann kommt das mit der Zündung. Dann mal gucken, wie das funktioniert. Also, wir trennen jetzt die Interstage und zünden die nächsten vier Triebwerke. Das hat funktioniert, sehr schön. Und jetzt müssten. Nee. Die Dinger hatten. Ach, da hatte ich keinen Decoupler hintergebaut, oder? Hinter die Teile. Nee. Die schleifen wir jetzt mit. Auf Gedeih und Verderb. Gut. Aber wir können das Fairing aufmachen. Jawohl, auch das funktioniert. Und schon mal hier den ersten Part des Satelliten anmachen. Angenehmes Geräusch von den. Was sind das jetzt? Die Agena, ne? Ja. Die Agena machen sehr angenehmes Geräusch beim Fliegen. Muss man ihnen lassen. Okay. Die bringen uns jetzt, naja, zumindest in die Nähe des Orbits. Das wird nicht ganz reichen, weil wir so unglaublich viel verbrannt haben an Sprit. Aber sie bringen uns in die Nähe. Also es ist auch wert, diese Simulation zu machen, weil einfach die Bauzeit 160, 170 Tage ist. Oh, und wir verlieren schon die ersten Engines jetzt. Das ist nicht gut. Okay. Fliegt aber noch. Ich könnte jetzt mal gucken, welches die gegenüberliegende ist. Die. Okay, wir schalten jetzt die andere aus, damit wir stabiler fliegen können. Jawohl. Okay, es ist auch wieder mit Klebeband zusammengebaut, die Rakete. Mit Klebeband zusammengebaut. Aber wir sammeln zumindest mal die ersten Forschungsdaten, wie die Kiste so fliegt. So, unsere nächste Stage ist dann das Ding hier vorne mit
Hoffentlich. Eieiei. Jetzt schleichen wir natürlich in den Orbit, ne? Das war doch deutlich anders geplant. Und wir verlieren jetzt natürlich dann irgendwann auch die anderen Antriebe, weil die jetzt länger, viel, viel länger brennen als geplant. Aber gut, dafür machen wir die Simulation, um die Schwächen der Rakete zu erkennen. Aber da müssen auf jeden Fall noch die A- und die Typen an die Triebwerke ran. Und zwar an die First- und die Second-Stage-Triebwerke. Also an die beiden Booster und an die Second-Stage-Triebwerke, an die Agenas. Die LR-79, die haben wir jetzt wirklich so lange geflogen. Auf die lasse ich nichts kommen. Sind super. Okay, aber ich glaube, da wissen wir schon mal, wo die Schwachstellen liegen. Wir können den Gravity Turn nicht anfangen, weil wir nicht genug Avionik haben. Das ist ein Fehler. Wir müssen die Triebwerke noch ein bisschen verbessern, um sie stabiler zu bekommen. Und ich glaube, mit diesen wunderschönen Bildern von einem nicht ganz glücklichen Aufstieg in die Umlaufbahn, mal gucken, ob das noch zu retten ist, würde ich sagen, beenden wir für heute mal den Stream und ich lasse euch dann langsam in die Musik-Abspannszene rüber. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen, hat mir viel Spaß gemacht und ich finde, wir sind weit gekommen dafür, dass das heute eigentlich nur auf dem Orbit ausgelegt war. Und wir sehen uns spätestens am Freitag, vielleicht wenn ich Zeit habe, morgen nochmal mit einem kleinen anderen Stream. Mal gucken, was ich da so mache. Es wird auf jeden Fall kein KSP sein. Und ja, bis dahin. Mein Name ist Robert und tschüss.